Ja, moin und herzlich willkommen zu Spiel 6 Firebug Open 2023 hier live aus Karlsruhe. Das Grande Finale um das erste goldene Ticket. Die Grande Finale, es geht um nicht weniger als das goldene Ticket. Und weil wir 4 Spieler haben, die 5-0 gegangen sind, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, 2 Spieler zu haben, die am Ende 6-0 gehen. Das bedeutet, wir haben 2 Tische, die finals sind. Ja. Und das bedeutet, wir haben unsere Kameras aufgeteilt, damit wir von beiden Tischen euch was bringen können. Wir waren ein bisschen am Hin und Her überlegen, wen wir euch zeigen sollten. Ja, also lieber beides. Genau. Wir haben auf dem Tisch, den ihr jetzt seht, das ist quasi der Tisch 2, nennen wir es jetzt mal, Flojo mit seinen Iron Hands gegen Bell. Manuel mit seinen Astra Militar, und die habt ihr gerade in Spiel 5 hier live auf dem Stream gesehen. Da habt ihr schon gesehen, Sentinel Goodness, wie die durchdrehen können. Und dann haben wir auf dem Haupttisch, Tisch 1, Matthias Bellmann mit seinen Craft Worlds gegen Fritz mit seinen Wotan. Da die Jungs auf dem Haupttisch noch nicht ganz so weit sind, gehen wir jetzt nochmal eben einmal in die Listen von Tisch 2. Das machen wir. Und bevor wir aber in die Listen gehen, sagen wir kurz, die Mission ist Secure Missing Artifacts. das heißt, es werden noch ein bisschen die Marker umgeschoben. Wenn ich mich recht erinnere. Und dann gibt es 3 Victory Points für Halten eines Markers. Achso, Halten des Prioritätsmarkers, den man vorher aussucht. Ja. Für 3 Punkte. So, jetzt haben wir da eine Schleife drum, ganz hervorragend. Genau, und dann können wir hier in die Liste einsteigen von Bell, die wir eben schon mal durchdiskutiert hatten. Da drin ist ein Cadian Command Squad, wie man den so spielt. Da drin ist ein Psyker, der macht eben gegebenenfalls mal Warp-Ritual. Und dann der Bullgrin zum Tanken. Dann haben wir den Deathcore Marshal für Befehle geben, Lord Solar für Juicy Rerolls, 2 Combat Engineer Squads, die stehen einfach im Weg und machen Actions, einmal Kazerkin, außerdem Sly Marbo für ein bisschen Infiltrieren, ein bisschen Movos, dann 3 Armor Sentinels mit Plasma, 3x3, ich bitte um Verzeihung, und 3x3 Scout Sentinels mit Plasma. Das Ganze abgerundet durch 2 Mercer-Teams, 2 Plasma-Executioner und eine Chimäre. Bell spielt es als Armored Superiority, das ist, die Fahrzeuge zählen als mehr Modelle auf Markern. Und Swift as the Wind gibt +1 auf Charge. Das ist die Liste und dann gucken wir uns Swift mal an, as Wind, was wir bei Flojo haben. Der Floriani, Iron Hands, Successor Chapter, Master Artisan und was hat er noch? Warded. Warded, Master Artisan ist ein Reroll für alles. Ja, und ich habe keine Ahnung, was Warded ist, müssen wir uns mal erzählen. Vermutlich viel nur Pain gegen Mobus, ja, wie sich das anhört. So, ein wilder Akolyt, ein Lieutenant, ein Primaris Tech Marine, 2 Infiltrator Squads, ein Relic Contemptor mit Missile Launcher und natürlich March of the Ancients, dies, das und Doppel Wallkite, einmal Scouts, einmal Stern Guard, 4 Vanguard Vets mit Power Swords und Storm Shields. Power Swords und Storm Shields, ja. Ich hab nach den Hämmern gesucht und keine gefunden. Ein Assault Squad, auch wild mit irgendwie Eviscerator drin und Plasma Pistolen, dies, das, so das. So Flojo, das ja. Ist. Ein Landspeeder, ein Suppressor Squad, ein Desolation Squad mit, wie sie sind, dann noch einen davon. 3x Devastator mit Multimeltern und Graf, alles drin irgendwie und ein Thunderhammer auf den Sergeant, weil warum nicht, und ein Kombi-Melder, weil es ist umsonst. Ein Eliminator-Squad, ein Drop-Pod und Landspeeder Storm, es ist eine total wilde Liste einfach. Das ist halt eine Flojo-Liste, wie sie im Buche steht, ja. Da ist gefühlt aus jedem Datasheet, was der Space Marine Codex zu bieten hat, irgendwas rausgeholt, jetzt mit Ausnahme von Terminatoren und Baby-Carrier. Ja. Starke Liste. Absolut. Die ist gestern 300, also er hat insgesamt, glaube ich,
in 5 Spielen 17 Punkte liegen gelassen. Und die meisten davon, weil er Warp-Rituale oder so hatte und halt nicht... gar nicht 100 machen ja, konnte. Genau. Genau, er hat gestern, hat er sich dreimal 100 Punkte geholt. Also völlig insane, was da passiert ist. Ja, es ist die Mission mit Marker umpositionieren, das ist relativ wichtig. Secure Missing Artifacts. Das ist diese schräge Aufstellung, die ganz schräge. Und man zieht sich halt irgendwie 2 Objectives durch die Gegend. Dann gibt es Victory Point für Priority Marker, den eigenen Priority Marker halten, ja klar. Also Auto 15 da. Ja, Secondaries wissen wir noch nicht, holen wir nachher rein. Genau. Das ist auf jeden Fall das eine Match. Das ist das eine Match und dann gehen wir jetzt mal eben auf den anderen, denn da haben wir... Das andere Match. Le anderes Match, genau. Hier haben wir Matthias gegen Fritz. Die schieben jetzt schon gerade die schicken Marker um. Das ist natürlich eine absolute Sauerei, dass da nur Elder-Marker liegen, aber gut. Das ja. Nehmen wir jetzt mal einfach so an. Vielleicht ist das ja ein Omen. Ja. Arcs of Omen quasi. Ja. Schauen wir doch mal in die Liste von Matthias. Ja. Die haben wir hier. Craft Worlds als Hail of Doom. Da drin finden wir ein Seer Council. Noch ein Seer Council. Also ein bisschen schnelle. Das sind ja mit Skyrunnern einmal und einmal ohne. Einmal ohne, ja. Genau, die einen, die hinten stehen und immer Quicken machen, um, naja. Wir kennen das Spiel. Und zurück. Warbridge und zurück. Baharoth ist dabei, ein Fahrzieher zu Fuß, ein Fahrzieher auf dem Fahrrad. Karandras ist dabei, weil er muss. Einmal Rangers, dreimal Dire Avengers, zweimal Banshees, einmal Striking Scorpions, zweimal Shroud Runner und ein Achtertrupp. Shuriken, Windriders sowie ein Wave Serpent. Das ist die Liste, mit der er in Erkelenz auch gewonnen hat. Ja, und die hat er trainiert bis in die Venen hinein. Ja. Der weiß genau, wie der Hase läuft. Ungeheuer stark, ungeheuer Output stark. Und er spielt natürlich exzellent, dass ich kann dich töten, aber du mich nicht spielen. Genau. Der Farseer, nur noch mal eben um das abzuschließen, ist natürlich der mit dem Bogen, dieser 12 Mortal Wound Farseer. Genau. Das ist die Liste und bei Fritz. Kommen wir jetzt mal zum richtigen Spaß, ja, zu dem, weswegen wir hier sind, zu den Votern. Ja, Fritz spielt immer. Wie man es tut. Nee, wie man es noch bis vor 2 Monaten gemacht hat. Die meisten spielen mittlerweile GTL, also Grand Thurian League, weil Uther einfach ein extremes Brett ist, kaum tot zu kriegen. Aber da er nicht da ist, brauchen wir auch nicht über ihn reden. Ja. Das ist so das Typische. Ne, Malte. wir haben einen Brokeer Forge Master, der ist wieder mal Master Armorer, das heißt, er kann gut reparieren und dreht den Damage auf 0. Er hat einen High Call dabei, a Long List, auch ganz normal. Er hat ihn als Sniper, jo, er hat Grudge's End, alles klar, der ist quasi der Sniper-Dude. Dann hat er einmal Berserker dabei mit Concussion Mauls, das heißt fetten Hämmern für Damage 3. Zweimal Terminatoren, jeweils 5 dabei, einmal mit Warp Strike und einmal ohne Warp Strike. Das ist der Redeploy quasi, ne? Der Teleport. Redeploy können beide machen, weil die Teleport Crests haben. Ja. Warp Strike gibt es einmal umsonst . Und Warp Strike sagt keine Drop Zone in 12 Zoll. Ah ja. Genau, aber beide, für den anderen, die anderen kann er auch teleportieren, muss aber CP dafür zahlen. Ah, ja. Und dann hat er dreimal Bikes und die sind fast nackt, glaube ich. Nee, die haben einmal nur einen Scanner und die Rotary Cannon. Und dann hat er einmal ein Viererpaket Thunderkin mit Grafknarre und 2 fette, fette Festungen. Mit Beamer. Mit Heavy Conversion Beamer. Das sind die jetzt, die auch einen Vierer-Retter haben? Ymir? Ja. Also die mit dem besseren Safe, ja? Genau, da die haben Termis die Termis haben dann einen Vierer-Retter, 2er Hose. 2er Hose, minus 1 Damage. Ja, minus 1 AP. Technisch gesehen. Ist es auch, wo die mehr Toughness haben? Nein. Nein, das wäre ja, nee, das wär wild. Das wäre, ne? Urani, dann, wenn die nochmal mehr Toughness haben. Aber genau, so sieht das aus. Das Ganze Lay of the Land. Ich guck mal, ob die schon Secondaries gemacht haben, aber da sie noch... Oh doch, die verschieben schon Marker. Du kannst ja schon ein bisschen, rein. Ich kannst mal schon gucken. Ein bisschen gucken gehen. Ich werde währenddessen noch ein bisschen Werbung machen und ein bisschen die Sponsoren, wie es sich gehört. Ja, ich habe gemerkt, dass das nötig ist.
So, liebe Freunde, geht es euch gut? Ich hoffe, euch geht es wirklich gut. Wir haben richtig Bock. Holt alle dran. Wer ist momentan vorne? Bellmann, hier ist noch nichts passiert, also ist noch keiner vorne. Raffi, aber schön, dass du so eager bist, hier dir Dinge zu geben. Sehr, sehr gut. Genau, ich wollte mich auf jeden Fall, also erstmal nochmal ganz, ganz herzlich, letztes Spiel war ganz wunderbar, also nicht nur von den Spielern, sondern auch von den Zuschauern her. Da haben wir ja schon hart an der 100 gekratzt. Das war sehr, sehr geil. Vielleicht schaffen wir es ja in dieser Runde. Wir haben natürlich auch beide Spiele jetzt genommen, weil, das muss man einfach sagen, beide Spiele können sehr, sehr kurz sein. Ja? Also wenn wir jetzt Bell gegen Flojo sehen, wer Manu anfängt, dann kann das Ding einfach ganz schnell vorbei sein. So. Und das wollten wir jetzt natürlich auch nicht unbedingt riskieren. Das wäre ein bisschen doof für euch. Aber deswegen bespielen wir ja auch beide Tische, damit ihr auf jeden Fall so das Maximale an Action irgendwie mitbekommt. Wenn dann halt beide Tische nur eine Stunde dauern, dann haben wir halt Pech gehabt. Oder wir stellen es vielleicht um und gehen nochmal an den dritten Tisch, wo sich Grisha und Peter miteinander hauen. Wäre auch ganz interessant. Das sehen wir aber, wenn es soweit ist. Gerne von euch mal hören, wer denn dieses Turnier gewinnen kann oder wer erstmal die Matches gewinnt, sage ich mal, und wer das Turnier dann am Ende gewinnt. Da ist ja natürlich auch mal eine Nuance. Ne? Also ich meine, alle vier haben hier eine Chance. Fritz hat auch ein gutes Match. In dem Sinne, das ist wahrscheinlich das beste Match, was er hier in dem Finale kriegen konnte, was vielleicht nicht unbedingt nur ein Coinflip ist. Vielen Dank aber erstmal Sponsoren des Firebug GTs hier, Mohawk Miniatures, Target Priority, wir bedanken uns bei uns selbst, sehr gut. Dutch Tabletop Terrain, Battleground Tabletop und Army Box. Und bei unseren Sponsoren Battleground Tabletop, dem Taschengelddieb und der Red Button. Und wenn euch das wirre Ding, was wir hier heute fahren, gefällt, sprich auf der einen Seite einfach mal zwei Spiele gleichzeitig zu übertragen und dann unsere wundervollen Stimmen dazu zu hören, würden wir uns über Sponsoring in dem Sinne freuen. Wenn ihr also Lust habt, uns langfristig zu unterstützen, dann macht gerne Patronage aus für uns. 2, 5 oder 10 Euro. Ihr seid immer mit dabei. Moin. Ich habe hier einen kurzen Gast, da ist der Uli Hoeneß vom deutschen 40K. Hallo Uli. Hallo, mein Name ist eigentlich Lim von den Kings of the Hill, aber egal. Ich habe einen rasenden, reportenden News für euch. Mhm. Game Flojo gegen Manuel. Manuel darf anfangen. Dann kann es schnell vorbei sein. Das kann das 20-Minuten-Game sein, was wir nicht auf dem Stream haben wollten, liebe Freunde. Ja, haben wir uns da quasi richtig entschieden und wir haben es doch trotzdem auf dem Stream. Genau. Genau. Euch auf dem Laufenden. Alles klar. Danke dir. Das freut den Lim natürlich. Uli Hoeneß deswegen, weil er ja natürlich zwei Jungs von den Kings of the Hill hier auf den Finaltischen hat, die aber ja frisch im Team sind. Die sind ja teuer eingekauft worden für wahrscheinlich Pommes Schranke. Nichtsdestoweniger, genau, wo waren wir stehen geblieben? Yo, Patronage, wenn ihr Bock habt, 2, 5 oder 10 Euro. Ihr seid auf jeden Fall mit drin in allen Raffles, die der Taschengelddieb macht. Außerdem kriegt ihr noch einen Taschengelddieb-Discount. Und wenn ihr 10 Euro reinhaut, dann kriegt ihr die Most Sexiest Dice nach 6 Monaten. Die schwarz-türkisen 40k Target Priority Dice, die gibt es nur auf diese Art und Weise. Oder wenn ihr bei uns auf dem Stream spielt oder gegen Benny oder mich. Und wer sich nicht lange binden will, der kann uns einen Kaffee senden. Ko-fi oder ko-fi.com/targetpriority40k. Da haben wir gerade schon wieder einen bekommen. Patrick. Mega geil, vielen herzlichen Dank für euren Support. Wir freuen uns sehr, sehr darüber. Und wo ihr gerade hier seid, auf jeden Fall einmal den Like-Button hauen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann das Abo nutzen. Schmackes. Aber eben so richtig. Ist bekannt, wann es Bremen-Tickets gibt. Wenn es sie gibt, dann gibt es sie. Also dauert noch ein bisschen, vielleicht. Weiß man nicht. Und Sven, beinhaltet ein Turniersieg eigentlich auch einen Codevertrag? Kann ich mir vorstellen, ja. Also ich denke, Lim wird da irgendwas drehen. Ja, ich denke, so läuft das. Irgendwie so, ja. Matthias gegen Fritz PDS. Ja, genau. Genau, wir haben die Secondaries rein. Wir haben die Secondaries. Flo hat alle Secondaries gestrichen. Naja, also erstmal Secondaries hier auf unserem. Da dort dann schon quasi schon gespielt wird, gehen wir mal einmal rüber. Haupttisch. Nee, ich wollte gerade die Secondaries hier machen. Ach so, okay. Weil da wird ja gespielt. Ja. Ist ja auch nochmal okay. Rüber, weil wir können es ja. Genau. Also, Matthias hat gewählt Scout the Enemy, also ist eine Aktion auf neutralen Markern. Grind, sagt er, ist er zuversichtlich. Ja.
Und Warp-Ritual ist sowieso, einfach die Mechanik hatten wir ja gerade schon erläutert. Ja. Fast hier rausfliegen, wegzaubern. Und es kann nichts denyen. Immer wieder machen. Nichts kann denyen. Fritz hat gewählt Assassination. Sollte sich ein. Ja. Ist tough, aber ist ein Win-Warding, ne? Wenn er an die Charaktere rankommt, dann kommt er an die Charaktere ran, weil er gewonnen hat. Lay Claim. Ja, Endgame. Lay Claim, ja, Endgame vor allem in dem Sinne, dass wenn er es irgendwie schafft, das Spiel auch wirklich ordentlich zu gestalten, dann ist es möglich, dass er damit halt noch irgendwie was reißen kann. Also sind halt, wenn er lange überlebt und da irgendwie richtigen Fuß in die Tür kriegt, dann ist das eine Secondary, wo er Max-Punkte kriegen kann. Aber es ist halt auch, und das ist wahnsinnig wichtig. Nee, es ist eher eine Win. Ja, genau. Ja. So, weil seine Win-Condition deckt sich damit. Ja, weil selbst wenn die Wotan die Elder tablen, dann kann es trotzdem sein, dass sie ihn wegpunkten. Und deswegen braucht er das. Ja. Und dann hat er noch The Ancestors Are Watching, habe ich gesehen. Ballsy Pick. Sehr ballsy. Ja, erzähl mir. Das ist irgendwas mit Tokens, musst du Leute töten. Das ist ich. Das ist von Manuel, der braucht das nicht mehr, nimm mal ruhig. The Ancestors Are Watching ist, töte Einheiten mit Judgment Tokens. Das wird er tun. Wenn du es nicht schaffst, dann kriegst und du Und wenn du aber Einheiten hast, die eben noch einen Token haben und nicht tot sind, dann verlierst du einen Victory Point. Das ist aber Aua. Das ist Aua, aber auch... Du musst halt voll mit deinem Token-Management aufpassen, ne? Ja, das genau, aber das Ding ist... Matthias hat ja quasi in der Hand, da mache ich hier mit einer Aktion, stell die irgendwo hinter, wo du nie rankommst und dann... Matthias hat ja mit dem Warp Ritual schon auf jeden Fall eine Einheit, die eine Aktion machen wird. Mit der Psi-Aktion. Ja. Die wird einen Judgment Token haben. Ja, und die muss aber nicht. Und die muss aber töten. Ja. So. Und wenn Matthias Bock hat, dann macht er das mit jedem Psyker einmal und nicht immer mit dem gleichen. Ja, da hat er so viele darum von rum. Genau, dann hat er schon mal direkt drei Einheiten, die da durch die Gegend eiern und einen Token mit sich rumtragen. Auf der anderen Seite, Fritz muss die eh töten, weil Assassination. Ja, genau. Also Fritz sagt so, wenn ich ihn jetzt nicht table. Wird das sowieso nix. Und so sind seine Secondaries. Genau. Und von das Ding ist halt, selbst wenn er ihn tabelt, kann dieses Ancestors-Ding immer noch kacke sein. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Das ist ja pro Runde. Mit den Minuspunkten. Pro Runde? Ja, also du kriegst diese, du musst jede Runde musst du die Leute mit Tokens töten? Nein, du hast das ganze Spiel dafür Zeit. Ach so. Aber am Ende des Spiels, was halt überlebt, verstehe. Genau, okay, dann ist es nicht ganz so krass, wie ich dachte, ja. Ja, und dann können wir mal schauen, während die da so aufbauen, was bei Bell und Flojo so passiert. Yes. Was passiert da so? Roll-off, Flojo, also Bell wird sich treffen, 2, Flojo, Rückschuld, die 1. Und jetzt fängt er gerade an. Gut, also was hier passiert ist, ist ein Roll-off. Die wussten, Roll-off ist ziemlich spielentscheidend. Bell legt die 2, Flojo grinst, wirft und legt die 1. Hat er da auch nach dem Wurf noch gegrinst? Nein, er war traurig. Er kam hierher und hat gesagt, ich bin jetzt traurig. Ja, das hat er ziemlich. Das sind echte Emotionen, die man hier auch am Tisch mal zeigen darf. So. Nee, hat er ja nicht gezeigt, er ist aufgestanden. Das ist richtig, ja, es war zwischen zwei Tischen, hat er das gemacht. Ja, genau. Ab von den Kameras auf jeden Fall. Naja, wir sehen, was wir sehen. Flojo natürlich hart der Dinge, die da kommen. Ja. Weil vielleicht hat Manuel ja auch einen Stein im Schuh und sagt auch aus Versehen, okay, mein Zug ist vorbei, bevor ich geschossen habe. Naja, also ich glaube, mit Schießen ist gar nicht so viel. Naja, das ist einfach, das Feld ist halt voll, ne? Genau, er wird jetzt einfach reingedrückt. Und das ist halt dann eher so sein Thema, ne? Also wie schnell und ob überhaupt er sich da freikämpfen kann. Er hat noch einen Dropport, dem jetzt noch nichts passiert, aber kann der jemals überhaupt irgendwo landen? Ja. Solche Fragen muss er sich gerade stellen. Ja, plus er hat ja sowieso die 12 Zoll Offscreen-Bubble. Ja, ja, so, genau. Ne? Das, da werden gleich Sentinels halt überall in seiner Aufstellung sein. Und er wird es ganz schwer haben, sich davon freizukämpfen. Ja. Ich weiß nicht genau, wie sie die Marker gezogen haben. Mal gucken, der eine da hinten wurde ihm ins Offene gezogen. Das gleiche hat Flojo mit dem anderen gemacht. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob er sich da durchschälen kann. Ich kann den Damage-Output von Flo's Liste nicht einschätzen. Beeindruckend. Ja, ja. Das aber muss sie sein, aber die Frage ist, ob sie hat, das irgendwie... Hat halt jetzt auch nicht dazu geführt, dass er über 5 Runden die Drukhari getabled bekommen hat. Zum Beispiel, ja. Von daher, also
Aber der Damage ist halt bei allen da. Das ist bei allen vier Armeen, die auf den Top-Tischen sind. Da willst du dir, sag ich mal, also auf den mittleren Tischen, wenn du dagegen anläufst, da wird dir halt einfach mal extrem der Kopf verbrannt. Ja. Das ist einfach so. Es ist enorm viel Schaden, der da durch die Gegend fliegt. Und die vier Jungs, die wissen auch ganz genau, wie sie mit ihrem Kram umgehen. Mich freut das sehr, dass Fritz es so weit geschafft hat mit der Armee. Klar, spiel sie ja selber. Aber das ist mit den begrenzten Mitteln, die die haben, nicht unbedingt klar. Und das ist auch viel Luck im Matchdraw. Ja. Das ist so. Das ist wirklich. Wotan haben viele Outs. Und hier sind es quasi drei Outs in dem Sinne. Er kann sich gegen alle wehren, aber es muss halt viel Gutes für ihn laufen. Ja. Aber Fritz hat definitiv die Fähigkeiten, das zu tun. Ist ein Veteran. Ja. Und wir können gespannt sein, wie er sich dann jetzt hier gleich schlagen wird. Ja. Da wir jetzt gerade natürlich Manuel gegen Flojo zeigen, ist es jetzt schwierig, auf die Mikrofone zu gehen. Ja, das ist richtig. Ich überlege gerade, ob wir dagegen irgendwas tun können, aber ich glaube nicht. Wie hat denn Adrian gerade gespielt? Hat er gewonnen? Ja, von Adrian hat gewonnen. Adrian hat gewonnen. Ja, okay, ja. Ja, dann haben wir quasi so zwei so, ich nenne sie mal Souterrain-Tables mit Grisha, mit dem Unentschieden, der jetzt gegen Peter spielt und mit Adrian, der auch gegen Peter spielt. Was? Peter Philipp? Ich hoffe nicht. Peter Philipp? Philipp Peter? Patrick. Patrick, oh, Entschuldigung. Patrick dann so. Und genau, Grisha gegen Peter, die haben auf jeden Fall noch Treppchenpotenzial. Na, also die beiden Gewinner der jetzt ungeschlagenen oder nur gewonnen habenden. Also Adrian oder Grisha, wenn die gewinnen können. Adrian oder Grisha haben halt den besten Shot quasi auf Platz 3. Was interessant sein kann, weil ich glaube, Bell und Bellmann jeweils schon ein goldenes Ticket qua Germany-Ranking hatten. Da können wir ja mal Lim zu holen. Der muss es ja und dann der dritte Platz quasi auch das Ticket sein kann. Lim, erzähle uns mal bitte kurz, ja, bitte. Wie ist der goldene Ticketstand vor diesem Spiel? Wer hat schon was? Manuel hat ein goldenes Ticket. Matthias hat ein goldenes Ticket. Arne, Malte und leider fällt mir gerade Nummer 5 nicht ein aus dem letzten Jahr im Ranking. Das heißt, wenn diese Personen ein weiteres goldenes Ticket gewinnen würden, dann geht es an den Nächstplatzierten. Und ich weiß, wir haben gerade schon gesagt, hier natürlich ein Extremfall, sollte Matthias und Manuel gewinnen, dann sind es Grisha oder Adrian. Geht es an Grisha oder Adrian. Genau. Spannend. Sehr spannend. Deswegen der Uli Hoeneß-Meme. Uli Hoeneß ist sehr, 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 sehr froh heute, diesen Job zu haben. Sie könnten alle drei verlieren. Ja. Ich sag mal, es sind immer noch Würfel. If shit hits the fan. Auf Tisch 2. Never say never. Das ist korrekt. Aber vielen, vielen Dank an alle Zuschauer für das ganze Wochenende. Es war ein Traum. Aber wieder Mathematik. Ich habe heute Nacht geübt. 80 Viewer, 25 Likes. Das passt nicht. Ich wollte es nur mal sagen. Ne? So als Außenstehende. Genau. Und hier ist jetzt Konferenzschaltung. Wir werden jetzt noch Flojo ein Mikrofon direkt vor die Nase setzen, damit wir ihn ein bisschen prusten hören. Einfach nur Frustgeräusche. Das machen wir wie so Tierfilmer, wie so war Heinz Sielmann. Wir sind die Heinz Sielmanns der Turnierszene. Wir machen so ein Richtmikrofon auf Flojo, ja, und hören so diese Grunz- und Frustgeräusche, die er macht. Aber erstmal muss er das durchspielen, der Bell. Ja, ja, auf jeden Fall. So. Also Flojos Laune kann sich auch ganz, ganz schnell wieder heben, wenn gewisse Dinge auf Bells Seite nicht klappen. Ja, ja. Bin gespannt, ob er jetzt auch voll reincharged und so. Ja, also ob er Vollgas gibt, ne? Und wie viel. Ich meine, aber du kannst halt mit den Sentinels, du kannst so viele von denen opfern. Was ich mich frage ist, konnte Flojo irgendwie mit seinen Infiltratoren was zustellen? Ja, ich guck mir das mal an. Wir geben dann mal auf den Haupttisch und auf die Mikrofone von uns der Jungs. Oder deine Deployment Zone. Mhm. Und Ritual. Den Karl packen wir hinten rein. Das Terrain noch.
spielen müssen. Schocken kannst du nichts, gell? Wie bitte? Schocken kannst du nichts irgendwie hinten rein jetzt von dir. Reinschocken kannst du nichts, gell? Barrot kann ich immer wieder Redepoint schocken. Okay. Mhm. Dann, also auch jetzt einfach kannst du ihn weggeben und irgendwo schocken sofort. Nee, erst nächste Runde dann hier. Erst nach dem Schießen. Nach dem Schießen kann ich den Schock. Mhm. Dann kann er maximal 3 Leben verlieren gegen Beschuss. Das heißt, wenn ihr nicht im Nahkampf tötet, dann kann er halt danach wegschmacken. Mhm. Möglich zumindest. Tu mal ran, das ist mir auch egal. Squad Race. Ja, genau, aber halt 4er safe. Ja. Da war ein Cola Light, war deins wahrscheinlich, gell? Nee. Weil ich hatte nur einen Cola Light. Das hat irgendwer da stehen lassen. Okay, Bikes stehen einmal komplett. Der, wie viele Bikes sind es? Das ist ein 8er Bike Drop. Das ist quasi maximal triggern muss. Kein Wickel, jetzt nicht. Okay, ja. Steh ich. Oh, die Fortress. Genau. No. Was ist die Aufwand? Die mit den Waffen. Schon mal. Ja. Können Sie durchpassen. Minimal links, rechts, genau, müsste die machen. Kurz schauen. Genau, sorry. Geht aber mal hier vorne noch hin, die Fortress. Und der Rest bei mir ist eine Reserve, also kannst du den Rest auch schon mal aufschwimmen von dir. Genau, richtig. Welche ja. Teleportieren die da? Beide können teleportieren. Für welche teleportieren for free? Die sind for free und die kosten 2 CP. Okay. Stehen innerhalb von weniger als 4 zur Kante. Das heißt, bei 9 entfernt wärst du mehr als 13. Minus auf dem Charge kannst du mir nicht geben, korrekt? Nö, kann ich dir nicht geben. Okay, das heißt, könnte mir quasi da rein in den Nahkampf. Du hast da noch einen Charakter, ne? Einen Charakter noch, ja. Mhm. Das ist, wenn ich hier so einen Take-Dice-Würfel, dass ich den 100% Charge in die 3 da habe. Ja.
Der sollte hier ein bisschen eigentlich gut versteckt sein, dieser Typ da. Gerade ist hier ein bisschen. Achso, cool, noch. Wenn ich hier dran gehe, dann bin ich in der Lücke, bin ich genau mit einem dran. So, also hier so. Also so wie die jetzt verrutscht, ja. Also ich habe so hier noch nur ein Loch gelassen. Also der sollte hier so knapp. Versteht. Der hat eigentlich verrutscht oder so. Ich habe ihn einfach eine kleine Lücke gelassen, aber ich habe es nicht sauber gestellt. Okay, also fahre ich ja nicht schwach. Genau. Da musst du ihn noch weiter anstellen. Weil hier passt nur noch. Das, oder ein bisschen verschieben einfach so. Genau. Dann passt dir das gemacht, wenn wir irgendwie. Der ist hier. Ja. So? Okay. Dann ist der Charakter geschützt. Genau, der ist einfach so. Und der ist hier wieder. Ja, das war halt meine Lücke, die ich eben hatte. Der ist aber ich gehe nicht auf den Charakter. Wieso? Hm, naja. Okay. Quasi nur der Multitasking. Dass du einen Typen da reinbringst. Hm? Genau. Tisch ist noch das Deployment angesagt, von daher noch gibt es niemanden, der anfängt. Der vorderste mit dem Finger wieder hinter die Wand kommt. Mhm. Bei 16 Zoll haben wir. Genau. Und mit dem Normal Move kommen die bis nach hier, mit dem Finger Move und dann mit dem Normal Move kommen die bis nach hier und dann haben die Sicht noch. Ein paar Typen. Die haben keine Verlangsamung durch Dings, nee. Das heißt, hier wären die äußeren Teile von der Waffe. 12 hier. 10 haben die noch. 10 haben die, ja genau. Also von der Waffe einfach. Okay, dann mache ich 10 bis hier. Ja. Jo, danke. Was wäre der hier? Bitte? Das wäre dann hier der maximale Feuerwinkel. Von der, genau. Solange ich da stehe. Dann kannst du gerne zuerst machen. Okay, ich mach meine Fate Dice. Er ist in erster Command Phase, oder? Nee. Achso. Charge, 2 Saves, Runde und Charge ist wiederholig. 3 Saves und Charge nehme ich. Kannst du einen machen? 3 Saves und Charge, ja. Deine Pre-Game Moves, deinen ersten? Genau, du machst deinen ersten, dann mach ich meinen ersten, dann machst du deinen zweiten. Nee, ich wollte den ersten geben jetzt zuerst, ja. Genau, ich habe den ersten gemacht, die erste Fähigkeit. Dann machst du die nächste Fähigkeit mit deinen Bikes. Okay. Dann bin ich mit einem Bike dran, dann bin du mit einem Bike, dann bin ich mit dem Bike und dann ich mit dem Redeploy. Nee, Redeploy ist eine Fähigkeit auf einmal. Ja. Genau, aber ich habe vier verschiedene Fähigkeiten. Ich habe Fake Dice, genau, ja. Sportrunner 1, Sportrunner 2, genau. Redeploy. Richtig. Alle gleichzeitig. Ja. Okay, dann ist wurscht, ja. Genau. Du musst einen neuen Abstand halten von meinen Skorpion. Genau. Wo ist denn der Karandras? Der ist hier drin. Das heißt, du musst von den hier 90 Abstand halten. Und du musst von denen hier auch 90 Abstand halten. Mhm. Und von Karandras auch. Ich könnte also bis hier hinkommen. Dann könnte ich hier alle mit allen reinfliegen, allen schießen, damit ich lustig bin.
Aber du kannst ihn natürlich dann irgendwo hinten hinstellen, aber immerhin dann kann ich hier auch die erste schießen. Können wir mal trotzdem mal gucken, oder? Und zum Abstand halten einfach. Und zum Abstand halten. Und zum Abstand. Und noch 90 hier von der Wand, ne? Denen hier. Und von der Wand, genau. Ein bisschen weniger halt, weil, genau, weil die Wand ja auch noch ein bisschen dicker hat. Irgendwie sowas. Der passt. Die Tür was machen. Wie besprochen, ja. Das sind die Pre-Game-Moves, ne? Das heißt, wir fangen an. Letzten Wut dann. Ja, macht hier nach hinten nur zu, dass wir hier nicht deep strikken kann, ja. Alles gut. So denn, Wotan! Der völlig unparteiische Sepp und ich sitzen wieder an den Mikros. Ich bin extrem unparteiisch. Ja. Also, zumindest auf diesem. Ist egal, welcher Wotan gewinnt. Ja, mir ist egal, welcher Wotan gewinnt. Nein, wir freuen uns vor allem, dass wir ein Spiel haben. Nämlich, Wotan fängt das Spiel an. Wir sind gerade in den Redeploys bzw. Scout-Moves. Genau, und da muss relativ viel Abstand gehalten werden, weil sich der gute Matthias richtig dick gemacht hat in der Mitte. Auf dem Mittelmarker. Und da sehe ich schon die erste leere Base. Das ist natürlich brutal. Da ist schon wieder zwei kaputt gegangen bei Fritz. Ja. Genau. Was sehen wir jetzt eigentlich im Deployment? Wir sehen zwei Land Fortresses, die die linke respektive die rechte Flanke bedienen können und wollen. Ja, die er so aufgestellt hat, dass theoretisch könnten die platzen, wenn der Gegner da rauf will. Ja. Jetzt, da er anfängt, hat er sicherlich die eine oder andere Möglichkeit, das dem lieben Matthias ein bisschen schwerer zu machen, da einfach rauf zu klatschen. Ja. Das ist gut. Die Terminatoren, die, vor allem der Warp-Strike-Trupp, wird relativ interessant noch werden zum Ausscreen. Das muss auch auf jeden Fall sein. Also es ist auf jeden Fall weitaus besser für dieses Spiel. Wir haben auf jeden Fall das richtige Spiel auf den Haupttisch bekommen, weil hier die Wotan anfangen. Wart ihr euch zu fein, die Wotan-Marker rauszuholen? Ich hatte mich zur Seite gedreht und dann lagen die ganzen Elder-Dinger da. Naja, da wollte ich da nicht noch wieder reinklauen. Was sind denn diese Whales-Dinger da jetzt eigentlich? Lay Claim Marker. Whales? Ist das England? Was auch immer. Deine Einschätzung? Vom reinen Skill her ist Matthias momentan ist Matthias das Beast from the East. Deutschlands bester Spieler, aber Fritz ist einfach legendär, was die Erfahrung angeht. Ich würde mich einfach überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen, weil irgendwann kommt man an einen Punkt in 40k, wo die Armee tatsächlich zweitrangig ist. Ja. Es gibt andere Spiele, wie jetzt bei Flojo und Manu, da ist es nicht unabhängig, aber hier wage ich zu bezweifeln, dass ich genau sagen könnte, ja, es geht in die oder in die Richtung. Ja. Okay. Vor allen Dingen, weil Fritz habe ich noch ein bisschen beobachtet im letzten Spiel. Seine Runde 2 gegen die Creations of Bile, das sah so aus, als ob Fritz da völlig zusammengefaltet wird. Und der hat das Ruder dermaßen rumgerissen, als er das nächste Mal an den Tisch gekommen ist, waren auf einmal alle CSM weg. Und das Ding war nach Hause gefahren. Also er weiß ganz genau, wie er diese Armee zu handeln hat. Er hat einen etwas defensiveren Approach gewählt, als es momentan, sag ich mal, der Trend ist bei den Wotan. Das hat ihm vorher gut zugetan. Jetzt wollen wir natürlich schauen, wenn die Movos durch die Gegend fliegen, was die kleinen Zwergchen dann sagen. Sepp, sag doch mal, was ist denn der Main Threat für Fritz? Was ist das Ziel, was er als erstes raushaben will? Der Main Threat für Fritz sind natürlich alle Units, die Mortal Wounds produzieren. Ja, ich hätte auch der Killer Farseer hier, ne? Killer Farseer, ganz klar. Banshees mit Crone auf Aufballtreffer. Aber generell auch einfach der Move-Block. Also wenn er die Landforges nicht so positionieren kann, dass man damit mehrere Units und so weiter triggert, dann... Ja, da muss man jetzt gucken. Fritz hat die erste Runde bekommen. Das bedeutet also, dass er wenigstens eine der Land Fortresses optimal wird stellen können. Ob er sie diese Runde schon benutzen kann, ist mal zweitrangig, sage ich mal. Aber er kann die am Nordrand seiner Ruine steht, auch direkt mal in den Norden schieben und sich dann diesen ganzen Laden da schon mal, kann er sich schon so bereitstellen, dass er da die Winkel zumindest hat. Sollte da ein Elder wild genug sein, da irgendwie über die Platte zu wollen.
Das ist wirklich wichtig für ihn, auch dass er die schon mal offensiver einsetzt. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo er Füllung drin hat. Das könnte auch interessant sein, ob er die Broke hier jetzt über die Seite kommen lässt oder wirklich in ein Auto gestopft hat. Ein Auto ist leer und in der anderen sind Berserk. Okay, dann hat er es so offen gemacht. Das ist also quasi der klassische Approach, sage ich mal. Kurz zum Redeploy von Matthias. Der hat jetzt einmal Shortrunner in Reserve zurückgestellt, die Scorpions auch vom Mittelmarker zurückverschoben und einmal Shortrunner in seine eigene Burg gestellt. Und den Wavetrap und auch, wie viel kann er redeployen? Drei. Drei Units kann er redeployen. Er hat aber noch Stratum, die man in die Reserve zu stellen. Ah ja, dann hat er alles davon gezogen. Und er hat die Dire Avenger in die strategische schon beim Aufbauen gestellt. Ja. Cool. Das macht soweit auf jeden Fall Sinn. Ja, hat Fritz jetzt Ziele? Kaum. Nee, aber das kennt man als Wotan. Ja. Der Gegner neigt gegen Wotan grundsätzlich dazu, die Platte sehr, sehr klein für sich selber zu machen, möglichst alles, was irgendwie gesehen werden könnte, aus dem Weg zu schieben. Elder haben sowieso das Problem, dass der Kopf ab ist, wenn du gesehen wirst. Gegen Wotan ist das nur noch mal wahrer. Und deswegen hat er alles weggeschoben. Aber es ist sehr wichtig, dass Fritz jetzt ruhig spielt. Sich nicht zu weit rauswagt. Genau, weil du willst ein Stück weit, willst du, dass der Elder irgendwie aus seinem Versteck rauskommt. Ja. Du könntest einen offensiven Approach nehmen, indem du sagst, ich will dir richtig auf den Sack gehen. Was er machen könnte, ist jetzt schon sagen, der Warp Strike-Top, der springt jetzt nach vorne und ich nehme Hail Mary 9 Zoll Charge und rumpel damit in die Burg, die Matthias da gebaut hat. Denn wenn die Elder irgendetwas nicht mögen, dann wenn etwas in ihrer Burg steht. Ja. Ja, oder auch nur mit den Thermis hinten reindroppen und auf Scatterbikes, beziehungsweise die gelben Bikes hier, die Windrider zu schießen. Einfach das Potenzial dieser Einheit, die immer Guy, Doom, Bla haben wird und einfach so ihre Kadenz alles runtermäht, schon mal zu dezimieren. Ich glaube, das wäre ein Invest, das ich eingehen würde. Ja, volle Buffs drauf und dann nach Movos fischen und Granaten reinschmeißen. Damit kann man den Trupp mit 5 Terminatoren kann man den Trupp ziemlich gut zusammen. Selbst wenn du dann 4 Bikes rausnimmst, hast du schon ein ganz großes Stück Arbeit gemacht. Dann noch mit Bock auf die Wave Serpent chargen vielleicht und als Anker nehmen und dann steht man da und dann muss sich Mr. Elder darum kümmern. Und ja, das macht er halt auch, alleine mit dem Zeiger da hinten, ne? Also die sterben dann auch. Ja, klar, dann ist es aber auch so eine Reihenfolgesache, wie will ich Battlefokus anbringen, solange die da noch stehen, welche Einheit soll wann schießen, ne? Ja. Und wenn du das dann ein bisschen verkackst, dann kann das halt mal sein, dass irgendwie deine Einheit, die eigentlich das am Ende töten sollte und wieder zurückspringen sollte, dann da steht und nicht wieder rauskommt, ne? Ballerei kann auch zurückkommen. Gut, Battlefokus-Regel prockt, bevor zurückgeballert werden kann, nichtsdestoweniger kann man das auch nur so und so häufig machen und wenn er dann irgendwie nur eine 1 würfelt beim Battle Focus, dann wird er halt aufgeknöpft. Ja. Dann kommt der Outback-Scan vom Elder, das ist auch ein guter Punkt, ja. Das wird er dann wohl sogar machen. Ja. Ja. Können die das ab? Nee, können die nicht, ne? Wer? Die Thermis. Ein Ausback-Scan von was? Von den Bikes. Ohne Buffs? Ja. Ja. Weiß ich. Was sind 24 Schuss? Ja. Kommt drauf an, wie häufig die 6 dann gerollt sind. Das tut schon weh. Sollte halt im besten Falle dann gut gesaved werden. Ja. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen vielleicht mal auf die Spieler, dann haben wir Fritz beim Überlegen. Genau, D6 Advance ist 17, plus den Charge. Hit that like button. Genau. Okay. Aber ich kriege 3 Punkte, wenn ich den Marke hier am Ende halte jetzt. Ja. Das heißt, dann macht es am meisten Sinn, wahrscheinlich auf die Shroudrunner zu schießen und sagen, komm, ist mir jetzt auch egal. Dass du mich, ich schieße einfach, die kriegen minus Hit oder sowas haben die, ich kann so anmachen, aber ist glaube ich auch nicht so wichtig. Gut, dann würdest du hier hinten da stehen mit den Benjis. Das heißt, ich müsste die hier schon mal in ein bisschen mehr Nahkampfreichweite nach vorne bringen. Stehen dann hier 10 Zoll Vorfahrt. Nicht in diesen, genau, stehen bleiben, kann ich verliere ein bisschen Distanz. Bin ich 8 Zoll hier hin und dann halt noch irgendwie chargen. Hast du Fight Lars in Benjis? Ja, immer.
Immer, okay. Mhm. In Advance kannst du nicht auf die 6 drehen, nur in den Charge kannst du auf die 6 drehen. Genau. Schraub und einen Tod machen, dann ist so ein Ziel schon mal weniger. Was waren deine Secondaries zum Beispiel? Das Flippen, also mehr Flippen, Grind. Ja. Grind. Action, Normal Snap machen und Ritual. Wer macht die Action, wer kann die machen? Jede Einheit in meiner Armee. Okay. Bei Rangern ist sie sofort completed, andere Einheiten müssen die eine Runde überleben. Was ist das sofort completed bei? Mit den Rangern ist das sofort completed, mit anderen Einheiten muss ich bis zum Ende der Runde überleben. Eine Runde überleben. Okay. In meiner nächsten Command Phase. Sepp, habt ihr zufällig Wasser? Die haben immer Abwehr vorher ignorieren, oder? Die Benjis eingebaut, oder? Overwatch ignorieren, ja. Mhm. 3 Punkte. Und dafür die Dinger kaputt. Die Shroudrunner. Wenn ich den, natürlich könnte ich auch versuchen, den hier zu beschießen, aber ich will lieber hinten die da wegmachen und die anderen. Hm? Oh, danke. Also ich muss es einfach halten. Ich schaue einfach, dass ich an die Shroud ran hier rankomme und dann hier im Offenen irgendwie stehe. Schaue ich mal kurz. Ich muss jetzt Bike. Sepp, kannst du mal schauen? Mir fehlt ein Bike, das ist irgendwo runtergefallen. Das war an Tisch 4 vorhin. Vielleicht liegt das Bike an Tisch 4. Ja, ich schaue. Danke. Nee, Bike an Tisch 4, bitte kommen. Genau. 28, dann müsste der eine noch ein bisschen weiter vor nach vorne. Ich muss dir ja sicher helfen. Auf die Short, oder? Genau, ja. Noch ein Stück nach vorne, dann passt das. Ja, passt. Ja. So sehen alle drei. Ja. Warum? Oh, danke. Ich bin schon mal 3 und kann auf die Shroudrunners schießen. Ja, danke. Oder, danke, ja. 28 Zoll, ja. Dann ist eine Reserve, das heißt, da kann erstmal nichts passieren. Der kann nicht sehen, dann kann er genauso advancen einfach. Das sind 6 Zoll advancen. Also hat er dann 16 und ich drehe den halt noch ein bisschen, warte mal. Könnte er bis 16, dann ist er wahrscheinlich ein bisschen. Wenn ich hier direkt einfach gerade vor durchbewege, dann wäre er mit 16 wäre dann hier. Mit diesem Strattergang, oder? Genau, einfach für 1 CP kann ich. Ohne für 1 CP kann ich 12 zu advancen, aber ohne CP kann ich 6 zu automatisch advancen. Okay. Also kann ich bis hier vorne kommen. Ich kann da sonst nicht sehen. Aber ich bleib dann hier so im Wald. Okay. Einmal vorne stehen. Ich will mich da einfach nur auf den Marker stellen. Und noch gerade so im Wald bleiben. Gerade auf dem Marker und gerade noch so im Wald. Gut aus hier, diese Position. Das sind die Teleporter? Genau, wo es dann ein CP kosten wird. Da bin ich, das bitte? 2 CP, nicht auf 1, sondern unten. Ja. Dass die halt gerade hier so 2 so Typen dann sehen, war nicht mehr. Okay. Wie viel haben wir Range? 18, oder? 18, ja. Dann kann man einfach aus, genau, das irgendwie so abfangen kannst, kostet bei dir 2 TP, oder? Genau. Aktuell kann ich abfangen. Ja, aber mit den 2 Modellen da, ja. Kann ich mich auch einfach so wegstellen. Ich habe nicht 22 Zoll Range. Okay. Hier halt gerade auf 9 Wasser Zoll. 9. Yep. Genau hier. Ein bisschen näher ran. Könntest du mit einem Modell abfangen.
schon mit rein. So, dass der eine einfach nur abfangen kann. Wurde das schon mit einem? Habe ich einen 9er Charge, schon gerade das machen könnte. Der kann ja nicht Verlass mehr geben oder so, gell? Nein, kann er nicht. Hier bist du außerhalb von 9? Außerhalb von 9 gerade. Dann bist du bei Karandras, das wäre ein Elber. Weil du von den Rennen Abstand hältst und Karandras ganz in der Ecke steht. Dann tu dir einmal ein bisschen, warte. So. Dann müsstest du quasi hier entschocken, damit du gerade die Linie zum Karandras hast. Ich will nur einfach, achso, ich könnte ja auf den schießen auch dann. Ich will ja noch gar nicht schießen, ich mache das nachher. Ich will einfach nur einen 9er Abstand haben hier, dem einen Typ dann. Aber du kannst schräg keinen 9er Abstand haben, weil wenn das 9 sind, dann ist die gerade so. Weniger als 9. Dann so, also es sind halt dann weniger als 10, sag mal so. Weißt du? Okay, ja. Dann musst du wieder gucken, wie viele abfangen dürfen dann. Von denen ist mir, die sind mir völlig egal. Nee, von denen hier. Und dann hier. Weil je weiter du an Karandras gehst, desto mehr können abfangen. Hier, dass halt einfach dann nur zwei Sehnen eine Sichtlinie ziehen können. Irgendwie so. Ja. Mhm. Die anderen. Aktuell wären das 5 Stück. Nimmst nach vorne. Dann schau mal, dass hier. Ja, das mit 5 Stück irgendwie abfangen die wahrscheinlich nicht. Jetzt fühle ich sie gleich noch ein bisschen weiter nach hinten. Okay, also 9 Charge auf Karandras und 5 die abfangen dürfen, korrekt? Warte. Ich schau mal kurz, wo ich einfach hier hinstelle maximal. Also von denen an, wenn ich den hier an den jetzt genau 9 stelle, ja, dann bin ich hier immer noch weniger als 10. Jetzt mache ich den Winkel ein bisschen weiter hierher. Da 9, da noch 9 Zoll. Dann ist hier immer noch weniger als 10. Okay. Mal ran, genau. 10 Zoll. Warte. Dann schauen wir mal. Das heißt, sobald du dich hier draufstellst, hast du 9 Zoll Schuss. 5 Zoll, wie viel Schuss hat einer von den Typen? Der vorderste hat 6 Schuss, die anderen haben jeweils 3. Aber einen Schaden nur, gell? Und AP1, gell? Minus 2 und minus 4. Okay. Kannst du mir gefangen und dann mal dieses Holzstäbchen anreichen? Das ist 9er. Also nicht, weil ich dich auffragen will, das ist einfach nur, weil du ein Karandras dran kannst. Ja. Ich drehe mal wegen der Sichtlinie hier. Ich leg dir das Stäbchen hin, ne? Ja, genau, dass ich optimal Sichtlinie habe, dass einfach hier nur, an denen siehst du dann nämlich dann nur, dass nur zwei Modelle sehen, einfach die hinteren beiden. Genau, guck mal. Ja. Du kannst quasi, wenn du an den Ranger, du kannst diese Ecke für den 10er Charge auf Karandras nicht bekommen, ohne innerhalb von 19 den Ranger zu sein. Das heißt, du hast maximal 10er Charge auf. Ja, dann will ich einfach so, dass ich den Karandras noch erwischen kann. Okay, also ein 10er Charge auf Karandras. Hier ein 18er und das war's für mich. Genau, das wäre dann. Noch kein Anfragen. Bitte? Noch nicht dran. Genau, mehr. Ich habe 22 Zoll Ranger. 22, ja. Das heißt, dass nur diese drei Typen hinten sehen können, die anderen nicht. Genau, das wäre ein 10er Charge auf Karandras, ne? Ein 9er jetzt. Genauso halt. Du kannst nicht an den Rangern hier dran sein. Guck mal, diese Ecke musst du erreichen, um innerhalb von 10 zu sein. So, aber wenn du 9 Zoll von den Rangern abhältst, dann bist du mehr als 10 entfernt von Karandras. Das ist physikalisch nicht möglich, näher dran zu sein. Okay, ich könnte hier, wenn ich jetzt berühren, dann werde ich dran. Ich schau mal kurz, ich muss einfach nur dieses Ding berühren. Das hier berühren. Dann bin ich nämlich in. Okay. Ich muss kurz schauen, wie das geht. Das wären 5 Stück. Schauen wir von der Sichtlinie her. 5 Stück, 2 Schuss pro Typ, gell? Nein, das wären 5 Schuss inklusive Sarge, sind 18 Schuss jetzt. 18 Schuss auf die 3 plus, gell? Treffen auf die 3. Das sind 12 Treffer. Okay, sind 3 bunten. Aber das Karandras Charge ist einfach viel mehr wert, finde ich hier. Ich könnte hier auch beschießen. 18 Schuss, ja, für uns kostet 2 TP, gell? Dann bin ich leer, genau. Überlege ich mir noch kurz. Ein 12er, immer noch hier irgendwie so. Einen kann man auch einfach nicht sagen, den schieße ich nicht und dann tötet er einfach hier noch. Okay. Einer auf dem Marker, 2 mit Sicht. 9 zu den Rangern, genau. 10 zu Karandras. Und Defensivprofil Karandras. Ihr habt, aktuell in Cover hat er eine 1er Safe, 1er Rüstung, 4er Retter, Toughness 4, kann nur 3 Leben verlieren. Toughness 4, 6 Leben hat er, gell? 6 Leben, genau. Mhm. Und Final Death hat er ja nicht einfach. Nein. Auf die 4 Plus kann ich ihn wieder aufstehen lassen für 1 Leben. Okay.
kurz schauen, ob ich das irgendwie noch schöner mache. Neuner Charge. Es geht nur darum, Fritz wollte gerne auf Karandras einen großen Charge schaffen. Einen verfallen Fade. Aber wenn er auf Karandras in der Passage steht, dann steht er näher an dem Ranger als 9-2 dran. Das heißt, er muss sich maximal Karandras darstellen, aber er wollte gleichzeitig die Reichweite zu meiner Ranger. Er wollte quasi keinen Overwatch haben und einen kurzen Charge und an den Ranger. Also, was geht halt? Ja, du kannst halt eine Sache davon machen. Entweder 9er auf Karandras und Apfelfeuer fressen. Oder ein 10er auf Karandras und Apfelfeuer fressen. Oder ein 11er auf Karandras, aber dafür halt kein Overwatch. Deswegen war Fred gerade überlegt, nimmt er den 10er Charge. Den 6er Charge. Und Abfang. Oder den 11er Charge ohne Abfang. Deswegen haben wir die Stäbe dabei gelegt. Ball noch zu. Genau, der fährt einfach so. Es bleibt noch in 6 Zoll. Tech Marine. Da sind ein paar Typen drauf. Den Terrain. Und 18 Schuss. Aber du machst nur einen Schaden, gehen wir mit diesen Waffen. Kannst du nicht nochmal schießen oder sowas? Nein. Nur wenn ein Modell stirbt, kann ich am Ende meiner Shooting Phase Schussweiß machen. Die wollen halt alle die Option haben, drauf zu schießen, auf die Typen da. Also alle in 22, alle Sicht. Bei mir und du könntest halt mit deinen 18 schon schießen, wenn du magst, ist mir eigentlich egal. Okay, ja, mach ich. Jo. Darfst du dann, wenn du dann zurückschießt, darfst du mit der Junge nicht mehr schießen, korrekt? Genau, richtig. Auf ja. Rein. Sechste Verwundung automatisch. Dann kannst du bitte in das Dice-Tray schmeißen. Ja. Sechste Verwundung automatisch auf die 5. Kraft bis 5 von mir. Genau, ja. Nummer 2. Einmal minus 2. Und die alle mit minus 4. Einmal minus 2, genau. Minus 2, das war ja safe. Die anderen mit minus 4. Zu minus 3 hast du deinen 4 Retter wegen mir. Genau, ja, Retter. Sterben. Einer kaputt, einer Leben verloren. Ja. Hast du den vorne weggenommen, damit er keine Rastcharge länger hat? Den hinteren. Okay. So. Ja. Dann erstmal logischerweise mit den Bikes einfach auf die Ranger. Ja. Warte mal. Ja, von Sicht, von der Kante, dass ich hier die 5 Modelle sehe. Du kannst zurückschießen, sobald ich einmal beschossen wurde. Also jetzt kannst du nicht mehr zurückschießen, das ist kein CP mehr, gell? Genau, ich bin leer. Du hast die Waffe, da könnte ich mindestens 2, 4, 6 Typen sehen. Von der du kannst Waffe alle hier. Sehen, du kannst alle genau. Sehen. Ja. Dann kann ich der hier, kann auch hier irgendwie vorbeischießen. Fitzel sehen. Dann machen wir schnell die anderen hier drauf, auf die Ranger. Hier hast du keine Sicht, auf den hier. Willst du den auf die Ranger stellen? Nee, der will auf den Marken lieber halten. Okay. Weil ich habe die. Den Marker, kriege ich da irgendeinen Punkt, wenn ich den Marker halte? Nee, gell? Nee, für den Marker kriegst du einen Punkt. Okay, dann kann ich die auch, kann ich mich auch hier ein bisschen weiter wegstellen. Okay. Dann gehen die auch auf die Ranger nämlich. Ja. Okay. Dann auf die Ranger die Schüsse. Mit dem Beizen. Genau, ja. Auf die 3, das sind die Schrotflinten. 5 Runden, minus 1 Ignor Cover, genau hier. 6er. Ah, okay, wollen nicht weiter schauen. Die Thermi schießen die Mortal Wound Waffen alle auf ihn und die 4x6 Schüsse halt hier drauf. Ja. Genau, 4x6 Schüsse auf die Typen da. Minus 1 wegen dem hier. Dance. Warum? Oder nicht? Nee, ich seh dich am offenen hier. Okay, ja. 4x6 Schuss. Mindestens 3, 6, 12, 15 plus 3, 18 Schuss. Auf die 3 plus wiederholbar. Erstmal 16, kommen noch 2 Würfel dazu dann. Das sind 4 Motto Schuss? 2 Würfel dazu, nee, das sind erstmal die auf die Motto Munster Schuss auf den Karandas. Ah, auf die. Genau, ja. Auf die 3 plus. 16, 14 Wunden, minus 1. Stärke 4, ne? Genau, ja.
5er, Starship Effect an. Ja. 4er, oder? Ja, P1. Ah, P1? Genau, ja. 3 gehalten. Okay. Ja. Dann Carandras, sind jetzt nur noch 12 los. Ja. Genau, Fishing for Fixes sind schon die 3-6. Okay. Ja. Und ich werde schauen. Die Typen hinten, schaut, haben 3 Leben, wie hast du gesagt? Sie haben nur 3 Leben, ja. 4, erstmal 9 Schuss Gatling drauf von denen. Möchtet ihr? Ne? Genau, ja. Erstmal die 9 Schuss Gatlings. 8 Hits, Stärke 6, minus 2. 3. 7 Wunden, minus 2, 1 Schaden. 6er. 1, 2, 3. Reicht schon, oder? Ja. Dann Thermi-Charge auf den Carandras einfach noch. Ja, logisch. Happy Defend. Ja, genau. Jo. 12. Alle hier zuschlagen dürfen. Okay. Und genau. Wie viele Attacken haben die 4 Typen? 4 mal 3 plus 1 Sergeant sind 12, sind 13. Ja. Genau. Auf die 3 wiederholbar. Das Aureal haben wir durch den High-Card? Genau, ja. Ja. Darf jetzt 4, genau. Auf die 3 plus. Damage jeweils? Wir haben ein Damage. Wir haben 4, 7 Runden. Ja, du hast sowieso kein CP mehr, also kannst alles machen. Achso, Fate da ist, ja. Kannst du nur einen einsetzen, gell? AP? AP 3. Okay, also 4er Retter. Ich muss eh mindestens 4er Retter schaffen. Das heißt, die kann ich zusammenwürfeln. Genau. Dann geht einer durch und die andere zeitlich. Dann hat er noch. Ach, du kannst mehrere auch einsetzen? Mhm. Hat er noch 2. Oh, sorry, dann will ich auch nicht chargen. Dann macht es keinen Sinn. Wenn du kannst, das hast du kannst einen Fate Dice nur einsetzen. Nein, nein, ich kann alle 3 Fate Dice. Alle 3? Nee, dann macht es keinen Sinn. Dann gibt es keinen Charge. Ich dachte, du kannst nur einen einsetzen, sorry. Aber das. Dann kann ich den gar nicht killen mit 4 Typen. Unmöglich. Wenn du 3 Autos hast, Auto passt. Hätte ich auch anders stellen müssen, das war dann voll doof, aber. Sorry, ich wusste nicht. Stell dich einmal wieder hier, dann kannst du mich ja noch beschießen. Krieg dafür ein CP jetzt wieder drauf. Ja. Aber was hättest du gemacht, wenn er jetzt 4 gefailt hätte? Dann wärst du nee, wieder doof gewesen. Hätte ich auch nicht gemacht. Aber er hätte aber 4 gefailt und davon keinen eingesetzt, ne? Genau, der war tot, ja. Oder. Ja, der ist tot, der andere ist auf einem Leben. Eine, genau, hier ist einmal Leben. Einer war oben und die anderen waren unten. Der hier noch? Ja. Macht das keinen Sinn, ja. Dann nehme ich die 6 natürlich für Shotgun. Die kannst du. Achso, könntest du auch leben. Ja, klar. Der hat erst geschossen. Genau, hättest du. Ah, nee, genau. Ich habe noch 9 Schuss. Du machst den nicht. Ich kann noch 9 Schuss Maschka machen, gell? Okay, dann mache ich hier mal quasi. Dass ein Bike wieder lebt, dann hat ein Bike wieder dann muss ich ja zwei die, Leben. Ich habe noch die Maschka machen. Die 9 schon Maschka noch nicht geschossen. Okay. Ja. 4, 8, dann 9 Schuss Maschka. Treffen 9. Auf die 3. Dann mache ich die Felder 4 Schwadron jetzt. 2, 4, ja genau, 2, 4, 6. 6 Mal. Auf die 5 Plus mit 2 Schaden jeweils. Egal, kaputt. Okay. Was machst du? Diese 3. Punkte hier. Ja. Der Rest ist, glaube ich, ist ja alles Endgame-mäßig. Was hast du kein Story? Scoring geht auf deine Zeit. Achso, ich bin fertig, hast ja. Hast du noch was anderes gemacht? Nee, nur diese 3 Punkte. Okay. Beide Spieler sind mit dieser Situation einverstanden. Will ich nur sicher ist okay, gehen. Ja, ja. Genau, ich kriege einen CP dann nochmal. 2. Okay, Movement. Aber ohne Fade, das hätte ich immer. Die Benches steigen aus und machen den Advance. Da geht zu viele Linken stehen. Kommt bei 10 Zoll.
Ich gehe auf 1 CP, du gehst auf 3. Genau. Maximaler Schusswinkel von der Fortress-Bereich. Das heißt, ein Benches muss ich rausholen. Die haben Obsec. Das heißt, ich nehme die. Nehme ich 2 Benches. Wir machen eine Advance. Ja. Also ich steige aus, meine Advance in die Richtung hier. 14 zu 2. 11. Wo stehen die hier? 11 plus. Achso, 5 war Skürfel, gell? Ja. Genau. Hm, verstehe ich. Beiden langen Seiten kommen, genau. Das heißt, da die Bench ist zu, das Dicker und wieder zu machen. Der hinterste hinten 18 Zoll, gehe ich hier rüber. Gleich mit dem Fass, mit dem Fass hier, stelle ich mich hier hinter die Wand. Die in 18 Zoll? 18 zum hintersten. Mhm. Achso, wegen dem Ziegrahmen und so, gell? Genau. Maximaler Move ist 10 Zoll. Genau. Maximaler Winkel wäre hier. Ja. Das heißt, ich werde mich innerhalb von 18 Zoll. Halt, ja. Genau. Ich stelle mich innerhalb von 18 Zoll. So, dass du deinen Winkel hier auch ziehen kannst, auf den Fass hier. Ja. Dann hat der Executioner smite den Bogen da rein. Die Benches gehen da rüber. Die Skatone steigen dementsprechend in den Zirpen ein. Genau, ja, muss noch ein bisschen auf Seite stellen noch. Ja. Ein bisschen auf Seite drehen, genau so. So, so ist nicht. Ja. Die steigen. Skorpionus. Die Konklave steigt aus. Die Seite ist gegen die Banshees, dann locke ich dich gleich hier in Combat. Mach den Move Block 4 gegen. Da stehst du nicht drauf, dann kriegst du die Block 4. Die bist du sterben. Ich habe nur einen Command Point. Der steht natürlich jetzt hier sehr ähnlich aus. Machst du irgendwie besseres Overwatch oder so? Mit den Bikern? Ja. Nee, gibt's nicht. Zauberbahn kannst du nicht. Trefferwurf wiederholen, wenn von hier noch die Ratchets machen. Der Fritz hart am Quark. Weird. Quark QT gegen Quark essenden Fritz. Genau. So, der Quark QT, ja. Fritz hat, fand ich, ganz hervorragend das Ding gespielt. Sehr viel Druck ausgeübt. Ordentlich was ausgelöscht. Hat dann gut die rechte Seite der Map hier bearbeitet mit dem Warp-strikenden Terminatoren. Ja, das ist abgefangen worden. Da Avengers gegangen, da hinter dem... Genau, die haben einmal abgefangen, wie ich vorhin gesagt habe, anderthalb gehen, wenn da geschossen wird. Ja. Das ist genau so passiert. Dann hat er die abgeschossen, dann sind die Ranger abgeräumt worden, dann hat er auf Karandras geschossen und da und hat oben noch Shroudrunner getötet. Und jetzt haben wir aber eben ein Situationchen gehabt, sag ich mal. Hier ist auch schon, das ist schon ordentlich im Chat gesagt worden, Gentleman Matthias ist so, war so, dass die Terminatoren dann den 9 Zoll Charge in Karandras rein geschafft haben, draufgeschlagen haben, aber Matthias hatte 3 Sechsen für die Armor Saves, er hat da 3 Fake Dice quasi hingelegt und dann noch einen vierten Würfel geworfen, der dann relativ irrelevant war. Karandras hätte überlebt. Bis Fritz dann gesagt hat, dann hätte ich das aber gar nicht gemacht. Ich wusste nicht, dass du mehr als einen Fate Dice benutzen kannst. Für den Roll oder so. Ich muss sagen, es ist extrem unintuitiv, dass die Elder das dürfen. Ist halt nicht, ja, es ist nicht wie bei Sisters, ja. Ja, genau. Es ist eigentlich wie nirgendwo anders, weil auch wenn du Rerolls oder so hast, dann ist es immer nur einer. Nichtsdestoweniger muss Fritz das wissen. Ja. Also gerade, wenn er es nicht weiß, dann muss er danach fragen. Also
Das ist dann halt einfach so. Und dass er dann um den Takeback fragt, das kann ich natürlich verstehen. Dass Matthias den gibt, ehrt ihn, das hätte ich nicht gemacht. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel auf einmal da. Ja, weil also Karandras den im Gegenzug dann einfach erschlagen hätte. Ja. Ja. Na gut, es ist natürlich müßig darüber zu diskutieren, ob er jetzt hätte, ob er den Takeback auch genommen hätte, wäre Karandras ja, umgefallen. Kann, das weiß man ja nicht. Genau. Aber, ja gut, müssen die beiden Spieler selber für sich entscheiden, wie sie das handhaben wollen. So ist es in jedem Fall. Good Sportsmanship von Matthias. Im Zweifel Unwissen des Gegners nicht auszunutzen. Zum ja, Beispiel. Ist auf jeden Fall Boss natürlich von Matthias, ja. Dass er einfach sagt, ey, ja komm, ist gut. Machen wir so weiter. Ziehe ich den Hut vor, Niveau, ja, Fritz muss das wissen, Fahrerbeigeschmack. Ja, scheiß auf Fahrerbeigeschmack, Spiel geht jetzt weiter. Das liegt in der Vergangenheit, das ist halt so. Ja, mega gespannt, was Matthias jetzt macht. Auf der anderen Seite, genau, ist Matthias, glaube ich, auch gar nicht so unglücklich, wenn die Terminatoren da irgendwo im Freien stehen, anstatt ja. Irgendwo in der Ecke, wo er nicht so einfach hingucken kann. Also, giveth and taketh. Ich glaube, deswegen war die Entscheidung für ihn auch gar nicht so schwer ja. Zu treffen. Von daher. Wie hat Fritz sich aufs Marker-Game positioniert? Er steht unten auf seinem und oben mit der Fortress und den drei Bikes auf dem anderen. Genau. Und sonst nicht, ne? Auf dem Mittelmarker steht er nicht. Steht er nicht, da ist auch gerade Baha raus hingeflogen, soweit ich das sehen konnte. Der wird wahrscheinlich dann irgendwie gleich ein bisschen in die Festung reinnippeln. Wieder wegspringen. Und dann wieder weghüpfen. Matthias wird, denke ich, den Marker im Norden gleich fluten und die Bikes wegschießen. Ja, oder mit den Banshees einfach reingehen. Oder mit den Banshees reingehen kann er auch. Sollte aber zusehen, dass keiner von den Bikes auf jeden Fall überlebt. Ja, oder dass kein Abwehrfeuer. Die kriegen kein Abwehrfeuer. Aha. Genau. Würde ich da nicht reinlaufen. Das ist auf jeden Fall das. Und ja, auf den Marker wird er sich bestimmt irgendwie auch mit einem. Ja, die Bikespots sind alle. Achso, er hat noch welche in Reserve. Ne? Aber die Shroudrunner, die jetzt mal eben schnell so einen Marker snatchen können, sind natürlich jetzt nicht da. Genau, die sind gerade nach Hause gegangen. Und er wird ja mit dem Bike-Paket, hat Fritz ihm jetzt ja quasi auch angeboten, kann er machen, entweder die Bikes unten oder die Bikes oben oder wenn er unbedingt will, die Land Fortress mit Fire and Fate anzugehen. Ja, die Bikes unten sind schon eher unelegant, da müsste er relativ weit vorkommen, die würde ich jetzt erstmal nicht ja, in Gefahr oben sehen. Wahrscheinlich ist es ziemlich oben auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal gucken, wie er die Terminatoren angeht. Die vier. Ja. Ist interessant auf jeden Fall. Vielleicht einfach den Movo Fast hier da reinballern. Er tötet die einfach alle. Ja, das kann er auf jeden Fall machen. Gar keine Frage. Spannend in jedem Fall. Wir switchen mal einmal kurz die Blickwinkel. Ja. Oder und zwar da, wo jetzt anscheinend keine Kamera mehr funktioniert. Sehr gut. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Geht oder ist Akku leer? Wir versuchen noch auf den anderen Stream Tisch umzubasteln. Da kommt jetzt erstmal kein Signal. Das ist natürlich schade. Denn das wäre auch noch, prüfen wir gleich mal, was da los ist. Denn das Spiel auf dem anderen Tisch ist auch gar nicht mal so uninteressant. Ja, also Flojo durfte nicht beginnen. Grande Problem für ihn auf jeden Fall. Aber versuch nochmal umzuschalten. Er hat sich da ein bisschen rausgearbeitet. Ein bisschen sehr rausgearbeitet aus dem Lauch. Da sehen wir so. Man kann das Brett jetzt im vorne nicht sehen, wo sich die Sentinels von Manuel stapeln. Ich glaube, mittlerweile sind es 10 Tote. 8 oder 10, eins von beiden. Da sehen wir 2, 4, 6, 8, 9 Tote. Sentinels, soweit nee, schon das mal. Sind mehr. Das sind noch mehr. 2, 4, 6, 8, 10. Ich glaube, es sind 11 Scout Sentinels und ein Lehman Russ und ein paar Mörser gegangen. Also alle Mörser. Richtig krass. Der Output von Flojo war außerirdisch. Also Desolation Marines, die ganzen Devastator Squads.
viel Knittelknaddel, indirekte Schüsse in die Mörser. Dann hat er noch einen 9 Zoll Charge mit einem mit den Vanguard oder Stern Guard oder was auch immer geschafft und nochmal einen verprügelt und vom Marker gehauen. Das richtig, richtig stabil, was er da gemacht hat. Also der Output einfach lächerlich groß. Von den Iron Hands? Völlig bescheuert. Ja. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Der hat sich da aus seiner eigenen Ecke heraus, hat er die Hälfte der Astra-Armee eben erschossen. Ja. Also tat literally die Hälfte. Wieso die Hälfte? Das sind 11 von 18 Sentinels, ja. Ein Plasma-Executioner und alle Mörser. Das ist ein Viertel. Vielleicht ein Drittel, aber ich meine, 10... Keine Ahnung, hab's nicht ausgerechnet. Also sagen wir mal, grobe 500 Punkte für die Sentinels. Ja. Dann der Russ, ja, okay. Schon 7... Ah, da sind wir bei einem Drittel. 800 glaube. Punkte sind das, also das ist schon ganz stabil. Nur 10, nur 10. Ist vielleicht ein bisschen lächerlich, was deine Iron Hands schießen, ne? Aber... Ja, gar keine Frage. Das war auf jeden Fall der Zug, den Flo gebraucht hat, um ins Game zu kommen wieder. Ja, absolut. Ich drehe mal wieder auf. Ja. Genau, wir stellen mal weg von vom Deathpile von Manu. Ja, Leute, alle, die dabei sind, schön, dass ihr dabei seid. Drückt schön den Like-Button und Subscribe, das hilft uns gewaltigst. Genau. Supportet natürlich kofi.com/targetpriority und natürlich, wenn ihr mögt, werdet ihr Patron in unserer Patronage. Und weil Benjamin das so selten macht, sagt er jetzt genau, was ihr alles dafür bekommt. Ihr kriegt Rabatt beim Taschengelb-Dieb, ihr seid automatisch im Verlosungstopf. Jeden Monat für den Taschengeld-Dieb. Ihr braucht aber unsere Liebe. Ja. Ihr bekommt, also ein Shoutout quasi auch noch. Ja, und nach 6 Monaten großer Patreon, die Sexiest Würfelt Alive, die aktuell auf dem deutschen 40k-Markt zu kriegen sind. Absolut. Und die gibt es sonst nur exklusiv, wenn man gegen uns spielt oder halt Patron ist. Und, oder hier auf dem Stream. Dann, weiß nicht, waren das schon Benefits genug? Das sollte ja wohl irgendwann mal reichen. War auf jeden Fall so das. Und, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die fleißig gespendet haben. Hilft uns, solche Ausflüge hier zu machen. Genau, genau. Da können wir vielleicht sogar das Benzin für zahlen. Ja, genau. Und das macht es auf jeden Fall leichter. Ne? Yo, außerdem, wer hier zuguckt, hat immer die Chance, was zu gewinnen. Genau, wir machen gleich noch ein richtig, richtig krasses Raffle. Da holen wir uns dann nochmal Uli Hoeneß ans Rohr, denn der hat dafür einen extra Text vorgefertigt. Ah ja, gibt es einen Fluff-Quiz? Weiß ich nicht genau, aber es gibt einen Fluff hinter dem Preis. Ah ja, schön, es gibt eine Story dazu. Es gibt eine Story. So, dann schalten wir mal wieder auf den Main-Tisch. Hi. Selber wichtiger. Jetzt genau klappt, aber wenn ich ein CP ausgebe, das klappt jetzt genau, dann wäre das eigentlich, einer überlebt nur. Das ist, glaube ich, vom weiteren Game einfach zu wichtig. Das heißt, minus 1 Hit. Okay, ist auf 2 runter? Auf die auf 2, ja. Genau. Du hast in deiner Runde auf 1 gesagt, in meiner auf 2 hoch, oder nicht? Ich habe 2 jetzt startet, 2 sind 4 eingesetzt. Sind 3. Ja. Du hast 2 ausgegeben am Anfang, ne? 2 gestartet, einer hast du bekommen in deiner Runde, 2 hast du für den Teleport ausgegeben. In meiner Runde hast du wieder einen bekommen. Das heißt, du müsstest auf 2 sein, dann bist du jetzt nur einen benutzt auf den einen runter. Und dann setze ich keinen ein. Dann kannst du einfach schießen. Ja. Okay. Ein. Auf die 3? Warte, stopp! Kurz auf meine Zeit. Du startest ja mit 2. Genau, sonst hätte ich. 2 Battle sind 4, du hast schon mal 2 ausgegeben. Hätte ich nachher 2, aber die teleportiert nochmal for free. Der den Free Teleport. Zurückschießen brauche ich aktuell nicht. Lohnt sich auch nicht für einen. Und du hast sogar eine Chance, sogar noch mehr zu killen. Aber wenn du es halt whiffst, die haben keinen Reroll, gell? Ah, keinen. 4 plus, 12, 8 Runden. Ich würfel jetzt einfach da. Wir sind schon wieder back in full force.
Es gibt nochmal was richtig Sexyes aufs Auge für die Hand, wie man auch immer das sagen möchte. Der gute Lim hat noch was mitgebracht. Ein kleinen Prize, den man gewinnen kann, wenn man, wenn man Lust hat, was zu gewinnen, dann kann man da was gewinnen. Erzähl uns Dinge. Ja, und zwar ist es eine Warhammer Exclusive Event Manager von der Commemorative Series, der Astra Militarum Commissar Duty. Und der ist nur erhältlich auf GW Events selbst. Kann man nicht ins Haus kaufen. Das erste malige Datum wird die Spielemesse sein in Essen, dass man sie kaufen kann. Oh, cool. Und ja, ich habe ein paar Stück mitgebracht nach Good Old Germany. Man dachte mir, hier für so ein Event mit so coolen Viewern müssen wir mal so ein Ding raushauen. Also googelt auf jeden Fall mal The Commissar's Duty Astra Militarum Commemorative Series Event Exclusive Miniature. Ohlala. Ohlala. Sehr, sehr geil. Ja, das hört sich alles ganz fantastisch an. Und wir werden das jetzt natürlich mal ein bisschen hier durchmischen. Wer jetzt Ausrufezeichen Raffle eintippt, der wird nicht teilnehmen, denn ihr müsst Ausrufezeichen Kommissar eintippen mit C. C-O-M-M-I-S-S-A-R. Und dann seid ihr mit dabei. Und bei Caro muss ich mir noch überlegen, ob sie mitmachen darf. Ich nehme ihm kurz mein Handy und gehe kurz noch rüber und nehme noch ein anderes Handy. Und dann wird das sicherlich ziemlich cool. So. Also Ausrufezeichen Kommissar, englisch geschrieben. C-O-M-M-I-S-S-A-R. Genau. Herzlichen Dank, Lim. Noch viel Spaß beim Rest-Judgen, sag ich mal. Oder hast du noch eine Einschätzung von den Tischen? Das ist alles ein bisschen wild, was da gerade los ist, ne? Absolut wild, weil Flojo hat gerade eines der größten Comebacks dieses Turniers hingelegt und zerstört. Kommissar mit C, lieber Stefan, hat einen riesen Comeback hingelegt und hat einfach ein Sentinel nach dem anderen auf den Schrotthaufen des Imperiums geschossen. Ich glaube, insgesamt sind fast 10 Sentinels und ein Lumen Russ gefallen. Board Control ist immer noch da. Die Primary Runde war, glaube ich, sogar eine 12 für Manuel. Jedoch heißt es jetzt an den Ressourcen festhalten, denn es ist jede Menge Zeug runtergekommen. Allerdings muss man sagen, die Ressourcen, die gedroppt sind von Flojo, sind in seiner eigenen Backline. Und man muss natürlich auch sagen, jetzt kommt eigentlich die erste wirkliche Damage-Runde von Manuel. Der konnte ja in der ersten Runde sich vor allen Dingen breit machen auf dem Feld. Schaden machen konnte er relativ wenig. Ja, die Charges haben geholfen, links und rechts ein paar kleinere Trupps rausgenommen, zwei Speeder sind, glaube ich, gegangen. Er hätte gerne noch einen größeren Charge gehabt, vor allem auf den Engineer und auf den Cyborg, um die abzubinden. Hat nicht ganz geklappt. Und Grüße natürlich auch an alle Viewer da draußen. Probleme, die Uhr zu erkennen, sind momentan 56 Minuten zu 49. Yep. Genau so sieht das aus. Danke dir, Lim. Und jetzt geben wir mal eben wieder auf die Spieler, denn da passieren Dinge am Tisch. Und das wollen wir natürlich nicht verpassen. Zweimal, minus drei. Das ist der Top und einer verliert ein Leben. Ja. Vielleicht hat er das Leben? Einfach der Nächste, nicht der Getting natürlich. Na, der ist tot und der hat verliert. Nicht der Getting natürlich. Okay. Ein Leben verloren, genau. Ja. Okay. Dann habe ich. Schießen, Charges, Barrett ohne Line of Sight da drauf. Ja. Ja, ist ein 7. Geht der hier rüber. Und lässt sich so quasi durch die Wand, dass du keinen Ihn zur Seite machen kannst, um dich zu bekommen. Mhm. Damit du nicht auf ihn schießen kannst in deiner Runde. Mhm. Dann die Banshees. Machen einmal 6 plus. D6 Charge. Die Exarchen stehen natürlich richtig. Der hat noch 2 Leben. Dann schlage ich erst mit allen und dann consolidate ich. Das heißt, ich treffe nur den hier an. Aber er vorher da wie er nicht. Ach, sorry, ich nehme den kleineren Würfel zu der 6. Ja, der passt. Gelegt hat. Passt, okay. 9. Genau, der vorher hast du nicht. Der springt bis nach hier. Das heißt, hier hinten. Steht hier, damit du hier nicht reinschauen kannst. Mhm. Das ist die eine Adventure, die macht Gehör zieht. So. In 05, damit die beiden schreien können. Ja. Innerhalb von 2 Zoll. Geht an den Chef dran. Steht in einem halben zu dem Chef.
D geht hier rüber, steht in einem halben, kann darüber supporten. D geht hier rüber, steht auch in einem halben, kann darüber supporten. Steht innerhalb von 14. Das heißt, aktuell könnte ich kein Consolidate. Ich schlage lieber mit einer weniger zu und nehme das Safe. Okay. Wenn ich das nicht mache und V4-Schuss gilt geht, dann tue ich mir alle Weiße. Bitte? Okay. Die eine bestellt sich hier hin, sodass sie mit dem Pfeil eben gleich in die Festung rein. Okay. Du hast keinen Vorbildschuh mit der, korrekt? Nö, habe ich nicht. Okay. Das heißt, wir hier. Fight Last ist hier deaktiv, das heißt, Barop fängt gleich an. Macht seine 4-6 Attacken. 2-4-6 Attacken in die Festung da rein. Genau. Mehr Charges gibt es nicht, weil die Ecke tot ist. Trifft auf die 2. Exploding Sixes, der explodiert. Genau. Stärke auf die 5. 3-4-2 auf die Festung. Also 4er Retter auf 5 Mal. Okay. Minus 3, 2er. Ja. Genau. Eine ignoriere ich. 6 Leben. Rein. Ja, weil der in 6 Zoll ist und nicht immer eine Knurre. 6 Zoll? Ja, ich habe den in 6 Zoll gestellt hier. Guck mal, das ist 6 Zoll. Ich habe vorhin gesagt, dass er in 6 Zoll steht. Ich habe den ja, ich habe zu der steht in 6 Zoll. Der hat 6 12 Fortress. Der steht Presskante an der Hauswand? Und der hier, genau, 6 Zoll 12 Fortress hier. Okay, habe ich akustisch nicht verstanden. Genau, ja, 6 Damage. Habe ich draufgelegt. Okay. Du bist da gebased, du kommst da nicht rausgefahren. Darf ich dir mal das Mikro tauschen? Das ist irgendwie auch so, ja. 2, 4, 6, 8. 10 Attacken von der Exarchin. Mhm. Treffen auf die 3. Dankeschön. Ja. Und auf die 4 plus. Zwei Retter. Damage 2 jeweils. Retter. Dann ist der angeschlagene tot. Der Chef verliert 2 Leben. Genau. Achtung, dass der nicht beklebt wird. 3, 6, 9 Attacken von den anderen. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Auf die 3. Jo. Auf die 4. Stärke? Plus 1 zum Wunsch. Ah, okay, deswegen. 4 Retter, 5 Retter. 2 Leben hat er noch. Er hat 4 Leben, ne? Er hat 4 Leben, oder genau. Ja. Dann ist der kaputt. Kaputt. Consolidate, ich base deine Festung. Ich bin so doof, weißt du warum? Ah ne, ist egal. Wurscht, kann ich sowieso nicht machen. Vergiss es. Ich base deine Festung, die geht hier nur rüber, macht hier hinten die Lücke weiterhin so zu, dass du hier nicht hineinkommst. Ja, genau. Ja. Consolidate. 2, 2, 2. Mein Scoring Bright habe ich nicht gemacht. Wir haben beide drei getötet direkt. 1, 2, 3. Deine beiden Festungen dürfen gleich noch zurückschlagen. Genau. Machen. 3, 6 Attacken auf dem Barrot. Ach, die bekommen noch einen Token übrigens, weil die was gekillt haben. Hier hinten, die haben Wert, die Bike getötet. Er hat einen Bike getötet. Ja. Und haben die irgendwas, die haben die Thermis getötet, hat der. Der Fass hier. Der Fass hier. Ja, und er hat eine Action gemacht. Er hat eine Action gemacht. Dann machen wir die, genau, die Festung auf den Barrot. 6 sind Autowunden, nee, nix. Dann die Festung auf die Kleine da, nee, auch nichts. Eine Frage, kann ich noch Klick auf den machen? Bitte? Kann ja. Ich noch den klicken? Mach den, mach das noch, ja, ist klar. So, den Grund habe ich den nicht gemacht. Ja. Okay, passt. Nee, klappt sowieso nicht. Ja. Ja. Okay, du hast zurückgeschlagen. Genau. Dann darf ich wieder, gell? Krieg ich einen CP? Nee, du musst noch den Nahkampf schlagen. Hab ich schon, ja, nichts passiert. Achso, okay. Ja. Dann kriegst du eine Viererrunde. Genau, mit einem Objective. Okay. Ich habe die Bonus CP gemacht. Ja. Ich kriege CP noch. Ja, ich glaube 2, du bist auf 2. Secondary nicht? Nee, das Grind habe ich nicht gemacht. Ich habe nur 3 getötet. Die Zelle 3 soll hier stehen, das Hinterteil. Hast du mit dem Modell, worauf geht, bevor du es bewegst, irgendwie ja. Drauf geschossen? Hm? In deiner Runde. Hast du mit diesem Modell irgendwo drauf nein, geschossen? Nein, okay. Hast du Ritual? Warst du vorweg? Ich bin aber vorweg. Ja. Kannst, ach so, ja, klar. Kann er irgendwas machen dann? Nein, kann er nicht. Okay. Natürlich logischerweise. Das ist wegen der Rollstuhl. Also. Objective. Kann 8 Zoll reingehen. Okay, der macht einen Vorwerk. Der hat dann 4 Leben.
Head of Movement Phase, ne? Wird dann Inhalte machen dann. Der wird einfach dann sich hier hinschlängeln. Okay. Wie weit kann der sich bewegen? Wir haben 8 Zoll und noch ganz normal agieren. Okay. So. 6 Attacken hat der Baharod, gell? 6 Attacken hat der Baharod, gell? 6 Attacken scoring 6s. Okay. Lass mal die Zeit. Ich mach mal meinen Fett aus. Ja. 3 Saves, Mortal Wounds C, den Charge wiederhole ich. Noch mehr Mortal Wounds. Okay. Sorry, einen wiederhole ich noch. Ja. Schau schon mal nur für nachher dann. Ob ich wieder irgendwie geil hinbekomme. Ich muss gleich 9 zu Abstand halten von ihm. In 18 Zoll kannst du abfangen, gell? Ist einfach außer 18 Zoll bleiben, oder? Okay. Du kannst dann nicht abfangen, oder? Wenn ich außer 18 Zoll bin. Kannst du nicht abfangen, nein. Und dass ich halt alle rankommen. Ja. Stehst du nicht auf dem Objective, korrekt? Der steht auf dem Objective, gerade so. Okay. Im Teil von links. Kurz überlegen, jetzt hier schon brauche, den zu killen, wäre eigentlich interessant. Alright. Ja, wir machen mal ein kleines Rekapitulationchen. Runde 1 Wotan, warum? Haben wir schon drüber geschnackt. Runde 2 Craftworld Hail of Doom ist vorbei. Haben wir noch nicht geschnackt. Was ist passiert? Rechts Tote unten Bikes. Thermis tot. Die da noch stehen, stehen da nicht mehr, richtig? Soweit ich weiß. Ja, die Bikes unten tot, die Bikes oben tot. Ich denke, das war soweit auch zu erwarten. Warp-Ritual gemacht. Nicht den, die Aktion für die Bonuspunkte gehabt, dein Heimmarker. Ich wusste gar nicht, dass es eine Aktion ist. Und oben mit den Banshees halt den Marker zurückerobert, die Fortress getaggt und unten mit Baharod auch die Fortress getaggt, die ist jetzt zurückgefallen. Ist okay, aber jetzt auch nicht devastating für Fritz. Naja, die Fortress wird jetzt nicht schießen, die andere Fortress wird jetzt nicht schießen. Auf der anderen Seite ist es halt immer so, auf was willst du schießen? Ja, genau. Wahrscheinlich könnte er sogar, wenn die untere Fortress schießen könnte, hinten auf die Bikes ballern. Ja, kann er aber ja nicht. Kann er aber nicht, von daher irrelevant. Jetzt wird es natürlich ein bisschen knifflig, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht. Ich weiß nicht, wo Baharov rumsteht, weil theoretisch könnte... Unter dem Mittelmarker. Theoretisch könnte Fritz jetzt den zweiten Terminatorentrupp buffen. Der steht da auch genau über dem Wald, unter dem Wald quasi, und Baharov steht 9 Zoll südlich von denen, okay, in dieser Ruine. Also genau das wird er gerade versuchen. Genau, weil die Möglichkeit wäre aber, die zu buffen, nach vorne zu katapultieren und die Bikes zu erschießen, möglichst wenig Abfang gelöst zu fangen dabei und die dann komplett zum Boost ballern. Das kann er machen, das würde ich auch empfehlen. Ich fände das auch gut, wenn die, also für ihn, wenn der Bike-Block quasi weg ist. Andererseits hat er jetzt halt auch ein Objective-Spiel zu spielen. Er muss irgendwie mit den Banshees da oben dealen. Er muss irgendwie die mit den Banshees werden jetzt, würde ich jetzt mal ballsy behaupten, sterben, weil die Fortress da reinschießt. Ach so, ja, die hat ja auch noch Bolter gelötet und so, ne? Also so. Ist ja nur da, ja, die ist ein Fahrzeug, kann ja alles reinschießen. Ja. Kann er sich sogar überlegen, ob er einfach sagt, okay, ich schieße mit meinen 18 Schuss Stärke 6 und Stärke 7 in die Banshees und lege und das Hauptgeschütz noch mal irgendwo anders und lege das Hauptgeschütz an auf die Bikes da hinten, ja, oder auf den Char hier vorne. Was kann er so und so machen?
Also da sind definitiv Optionen. Genau, Beowell, so soll das aussehen, Kommissar. Und alles klar, Herr Kommissar. Alles klar, Herr Kommissar, definitiv. Und falls ihr mal irgendwie was für mich rausfinden wollt, ich habe gehört, es gibt bald eine neue Wotan-Miniatur, die ein bisschen aussieht wie der Codex-Macher von den AOS-Dudes. Okay. Aber ich habe sie selber im Internet nicht gefunden. Also gibt doch dem selber einen Link. Genau, ja, für Link weiß ich nicht, ob es geht, aber vielleicht mal das richtige. Eine Beschreibung. Das richtige Google-Foo. Vielleicht hat einfach nur jemand eine KI ein Image vielleicht machen lassen. Vielleicht ist mein Google-Foo einfach nur whack. Kann ja auch sein. Ja, back to the players. Back to the players. Und die zwei, Das ist im Auto. Ja. Und das kommt aus der Reserve. Ich muss kurz überlegen, ob ich die thermisch schon schocke, ob ich es noch nicht mache. Ich muss einiges noch mal reinkommen an weichen Zielen. Zwei Leben pro Typ, gell? Und drei Rüster. Ja, ja. Mhm. Hat der irgendwas gegen Mortals, der Spaß hier? Nichts, gell? Nur früher war das mal von den Regeln her. Genau. Wir wollen hier alle zumachen, hier die Typen. Ich will jetzt nicht in Range lassen, sodass hier einfach zu ist und nichts reinkommen kann. Und den Typen nicht sehen kann. Alles zu ist über diese Typen hier auf der ganzen Seite und der sozusagen safe ist hier, gell? Ja. Hier dann noch schocken kann. Aber ich könnte hier sozusagen außerhalb 18 schocken. Mit dem Thermis musst du 6 Zoll von meiner Kante abschocken. Nee, die schocken einfach nur. Mit denen hier, mit dem Thunderkin. Ich muss einfach nur aus der Aufstellungszone raus sein. Du musst 6 auf meiner Spielfeldkante, glaube ich, auch schon haben. Oder nicht? Nee, 6 noch. Ein Minus. Thermis, wenn ich mit dem Thunderkin in der zweiten Runde, wo können Reserven kommen? Nicht in der Aufstellungszone, aber halt von den Kanten überall. Ja. Innerhalb 6 Zoll Abstand zu seiner Kante. Zu seiner Kante, darfst okay. Nicht in der Kante kommen. Nein. Okay, dann geht es nicht. Als strategisch. Ja. Okay. Kurz mal anders überlegen, was ich mit denen mache. Die Bikes haben ein Dreierrüster, war es, gell? Und zwei Leben. Mhm. Dann kriege ich die momentan nicht sinnvoll eingesetzt. Aber in der zweiten Runde kann ich jetzt überall kommen, außer von deiner Kante dann. In der nächsten Runde dann. In der dritten, genau. Genau, also ja. In der zweiten darfst du nicht in meiner Deployment-Zone und sechs nicht Abstand. In der 6 zu meiner Kante. Genau. Und in der dritten darfst du in meiner Deployment-Zone, aber nicht in 6 zu meiner Kante. Das heißt, du dürftest auch hier kommen. Ich dürfte hier auch kommen, dann ja. Dann hast du die langen Kanten hier. Ja. Ab Runde 3. Ab Runde 3, ja. Und der kann wieder diese vielen Mordische machen, gell? Ja. Die können auch relativ viel schießen. Ja. Ich würde gerne erschießen den Typen hier. Hier einfach bei denen. Jetzt zwei Stäbchen für 18 hin. Genau, wollen außer Abfangdistanz sein. Genau, das ist meine Abfangdistanz.
Und ein Stiftchen für Karandras, das ist das Shopping. No, einfach 9 Zoll weg. Ja. Genau. Hast du vor, den noch zu chargen, potenziell? Jetzt hast du nur einen Safe Reroll, gell? Ja, ich kann jetzt wiederbeleben. Du kannst dich wiederbeleben, ist richtig, ja. Aber jetzt würde ich den potenziell noch chargen. Okay. Also, wenn du diesmal chargst, tötest, ein Take weg. Ja, klar. Ja. Okay. Hier ist alles zu, wie besprochen. Bewegen die Tokens, geben einer kaputt gemacht, ja. Die eine Aktion gemacht, wer auf dem Marker, irgendwann wäre auf dem Marker noch gestanden bei dir. Der da, die da auch, die da. Hinten nix, nix, nix. Kriegt die einmal den zweiten Token noch. Für auf dem Marker stehen. Nee, dieser Quatsch ist ja gar kein Marker. Weil hier sind nur die normalen Objectives. Da haben wir einfach. Das ist ein Modell nicht zwei Marker weiß, korrekt? Auch für Leclerc nicht. War das nicht noch Objective Marker? Nee, richtig, ja. Dann Schießerei for free, dass jeder Hit eine. Genau, das hat er auch nur hier drauf gemacht, aber es war egal. Dass jeder Hit. Was hat der gemacht? Auf den da. Das hilft halt nicht, jetzt war er zurückgefallen, das kann ich schießen. Dass jeder Hit eine Mortal ist. Und dann machen wir nochmal sicherheitshalber. Musst du dafür nicht erst einmal getroffen haben oder so? Nö, ist einfach dann jeder Hit. Die andere mache ich dann. Das andere ist dann das für 1 CP, das, was kam hier, minus 1 Hit oder sowas? Minus 1 Hit, standardmäßig. Dann kann ich auch einfach Hit-Rerolls machen. Was haben die für, haben die Retter oder sowas? 5 Retter, ja. Okay. Einfach nur ein Leben, zwei Leben beim Xaro, oder? Ein Leben und 3. Okay. Dann mache ich lieber so, nämlich, das mit Heavy genau, du minus 2 dann mache ich einfach Hit, genau. Aber alle Hunter-Waffen, bis auf die da. Okay. Ich will dann, dass die Beams mit ja. Mortals hier reinschießen mit Hit Rerolls okay. Und die große Waffe und die Gatling auf den Herandras dann. Auf Baharoth? Ja, diesen genau, auf den Baharoth. Okay, falls die Banshees sterben. Genau, falls die Banshees sterben, ja. Okay, machen wir das. 3, 4, 5. 6, warte, 3, 6, kurz überlegen. Du hast 5 Modelle, gell? Ja. Ich habe Hit Reroll und die Mortals. Ne? Dann, eine extra Mortals. Aber ich muss sie killen. Und einen Fate, ich hast du noch. Ja, müssen wir so machen einfach, ja. Du hast minus 1 Hit, haben die immer die Banshees oder wie? Das haben die immer. Wie viele 6. Schuss hast du hier insgesamt auf die Mortis-Waffe? 8 Schuss und dann ist für jeden Hit, ich treffe auf die 3 Plus, da hat Hit Reroll. Minus 1 Hit auf die 4? Genau, auf die 4 Plus wiederholbar und jeder Hit macht 4 Plus nochmal den Mortal. Okay. Und dann kurz überlegen, der wäre, dann wird es einreichen. Ja, ich muss das, sonst habe ich, aber wenn die hängen bleiben, ist doof. Das heißt, ich muss, glaube ich, die Gatling auch noch drauf machen. Kurz überlegen. Was ich average mache, 4, 6 Hits und 3 Mortal. Ist das das sind, Schmatter-Gam, oder? Nee, dieses Corebuster Fire Pattern. Okay. Dann habe ich 6 Hits im Schnitt und 3 Mortals. 5 Wunden. Den zweiten nutzt du für All-Hit-Reroll, oder? Bitte? Den zweiten CP nutzt du für All-Hit-Reroll? Genau, ich habe 1, kann ich kostenlos machen, das ist dann auf des Karandras einfach. Ja. Ganz, ganz, ganz kurz fragen, ja. Du hast gerade das Strat ausgegeben für Hits machen Mobos. Ja. Genau. Ja. Welche Waffe ist das? Das sind, diese Beamers, die normalen Iron Beamers. Und aber dann mache ich noch 1 CP für Hit-Rerolls. Das ist ja nur eine Waffe. Du darfst ja nur eine Waffe nehmen. Nee, das ist die da, das ist kostenlos auf Karandras und die machen auf die da, jetzt muss ich nur gerade rechnen, ob es dann, also 8 Schuss hier mit Hit-Rerolls und dann nochmal auf den Karandras. Aber du kannst das Stratagem nur für eine Waffe, nicht für ein Waffensystem ausgeben. Nee, es gibt 2 Stratagems. Ja. Ich habe 1 Stratagem for free mit Ymir, das macht die große Waffe. Genau. Und dann habe ich nochmal Corebuster Fire Patterns, das machen die kleinen Beamers.
Select One Beam Weapon that is equipped with. Genau, richtig. Ja. Das sind die. One Beam Weapon. Ja, One Beam Weapon. Genau, das ist das große. Ja, genau. Ja, das ist Bullseye Muster. Nee, dir zwei Schuss. Und dann machst du noch Corebuster Fire Patterns. Corebuster. Ja. Das Shotgun? Ja. Corebuster Fire Patterns. Aber das ist doch ein anderes. Corebuster Fire. After an enemy unit, das ist aber nachdem du mit einer Beamwaffe getroffen hast. Genau, richtig. Danach machst du erstmal. Genau, das will ich mit den anderen Waffen machen, mit den 8 Schuss Beamwaffen. Aber du musst nicht dieselbe Unit schießen, kannst du nicht der auf Karatras, damit du da Mord und Mord mit der Waffe machen kannst. Nee. Du hast eine Beamwaffe, die erst da drauf. Das sind 8 Schuss Beamwaffen auf die, genau. Verstehst du es, ja? Ja. Ich hab Mortal Nachdem die Unit mit einer Beamwaffe getroffen wurde. Aktiviert das Threat, genau. Einem, ja, und mit welcher Unit hast du da drauf jetzt mit einer Beamwaffe geschossen? Der schießt jetzt dann. Aber genau. Er selber kann es ja nicht auslösen. Genau, das ist vorher noch. Use the strategy shooting phase. After an enemy unit is hit by a beam attack fired by a water model, genau. From your army. Until the end of the phase, each time that enemy unit is hit by another attack made by a beam. Another attack. Genau, richtig, ja. Dann mache ich zwei Schuss von der ersten Beamer und dann nochmal die 6 anderen Schuss Beamer. Weißt du, was ich meine? Ja. Das eine Waffe und dann die anderen Waffen verursachen dann die Mortals. Each time that enemy unit is hit by another attack made by a beam weapon fired by a Voltan model from your army. Geht. Genau, eine Waffe rauslassen und die anderen drei können das. Genau. Dann mach ich's genau. Dann mach ich so. Dann startet der das hier. Heißt, du bist auf 2 CP. Genau, dann tut nur die Gatling, also nur die große Waffe steht auf der Rand, das alles andere noch hier rein. Ist dann leichter, ja. Okay, dann machst du die erste Beamwaffe. Die erste Beamwaffe, genau, auf die 4 Plus, wiederholbar. Genau. Wiederholbar. Trifft auf jeden Fall einmal, habe ich einen Treffer schon. Ja. Dann haben wir die. Warte, und danach kannst du das Stratagem anmachen. Genau, für ja. Für deine nächste Beamwaffe jetzt. Für die anderen, richtig? Genau, richtig, ja. Also ein Treffer jetzt von der Waffe. Ja. Die machen auf die 4 Plus mit Reroll. Mache 5 Treffer. Ja. Und alle 5 Plus sind automunden. Dann mache ich erst nochmal die 2 Verwundungen. Genau, ja. Ist dann, dann muss ich hier, also 5 Treffer waren ja schon mal. War ein Einser dabei. Auf die 4 Plus dann Mortals. Ja. Das ist auf 3 Mortals, genau. Und mehr können nicht drauf kommen. 5 und der eine, genau, und halt die, genau, dann kommen noch Gatling und die anderen Schüsse halt noch. Haben die Damage Multi-Damage-Waffen? 5 Saves, genau, mit 2 Damage-Waffen sind erstmal. Also erstmal 5, okay, dann 5 Saves mit AP3 und 2 Schaden. 5 Saves mit AP3, kommt da noch mehr Beschuss drauf? Ja, genau, die Gatling kommt noch. Die Mortal Wounds in Additional. Die sind Additional dann, ja. Das heißt, ich habe 3 Mortal Wounds und 5 Saves. Und 5 Saves, genau, mit 2 Schaden. Ich kann auch gleich die anderen Schaden nochmal, du kannst schon mal würfeln von mir aus. Okay, ich nehme die Normalus. Genau. Mit einem Retter. 5 Retter. Gehen die 4 und die Gym, ist alles gut, ja. Genau. 1, 2, 3. 4 waren, genau, und halt die Mortals, ja, genau. Dann auf den Karandras, 3 Schuss, 2 Treffer. Nein, minus 1 Flip, bist du bald? Nee, ich stehe ja bald drin. Wie gesagt, auf die 2 Plus. Eine Wunde und 2 Mortals. Eine Wunde und 2 Mortals? Genau. Wieso macht er jetzt 2 Mortals? Weil er 2 Treffer gemacht hat. Das ist, dieses E-Mail-Strategien. Weil ich es kostenlos machen kann. Kannst du mir mal erklären, nehme ich die Wunde. Die Stratagems, die du jetzt eingesetzt hast, und wie viel TP du genau. hast? Weil ich habe 2 TP, 2 TP sind ausgegeben. Genau, 2 TP sind weg. Genau, ja. Wie viele Stratagems hast du gezogen? Weil ich habe jetzt zweimal gehört, dass du umsonst spielen darfst. Einmal, für die Mortals und einmal für die Voll Hit. Das hier ist umsonst. Da habe ich wegen dem Emir, wegen meinem Forge Master. Genau. Muss das für eine Reichweite haben? Nee, gar nicht. Ich kann einfach 1 für free machen. Ist die da, auf Karandras. Okay, und das ist umsonst? Das war, es gibt keinen umsonst. Ich habe aber zweite 4 ausgegeben, habe ich jetzt. Genau. Ja. Auf 0. Ich bin auf 0 dann, ja. Aber genau. Ja. Okay. Genau. Dann ein Save bei Karandras. Achso, da habe ich es gelegt. Mehr Schaden. Achso, genau. Kriegen. Ja, genau. Passt. Ja. Okay. Ja. Dann, der hier auf diesen einen Typen da. 3, 6, 8, 9 Schuss. Okay, tut mir leid. Ja. Stopp, das geht nicht. CP geht nur innerhalb von 6 Zoll. Rocket Forge Master, once per battle round, innerhalb von 6 Zoll zum Forge Master. Okay, dann ist es nicht, sorry. Habe ich falsch gemacht. Der ist einfach noch voll dann. Ja. Okay. Das wusste ich nicht, und tut mir leid. Leer, ne? Ich bin leer, genau. Ja. Okay. Dann Hit auf die 4 dann? Genau. Also erstmal 9 Maschka-Schüsse. 6 sind Auto-Hits. Auto-Munden. 2 Munden mit 2 Schaden.
zwei Runden mit zwei Schaden. Genau. Den ersten Vierer nicht geschafft. Was kommt da noch hinterher? Neun Schuss Kettling. Okay, dann wirklich den zweiten. Ist er tot? Ist er tot, ja. End of Phase, steht er für den zweiten Plus wieder auf? Ja. Mit D3 Leben? Zwei. Zwei Leben. Ja. Dann seid ihr noch zwei. Dann die Tiamis machen die ganzen Massenschüsse auf Tida und ja, kann ich nichts. Die haben keinen Reroll, oder? Die haben Reroll vom Chapter Master bekommen. Okay. Und die Mortal Wounds auf den Kirandas. Okay. Genau. Das sind 3, 6, also 15 auf den Kirandas erstmal wegen den Mortals. Das sind nur die 3, brauchen wir nicht weiter schauen. Okay. Dann, die 1 auf die Kirandas steht wieder auf? Ja. 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 Die 5 für 6 Schüsse, mindestens 3. 3, 6 plus 10, 16 plus 3, 19. Ja. Und zum Schluss, hatten die einen Token drauf oder nicht? Bitte? Hatten die Token drauf? Nein. Nicht, okay. Einfach auf die 3 plus. Immer 3 Würfel dann dazu. 3 Würfel dazu. Hit Reroll. Nee. 15. Toughness 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wunden. 9 Mal? Kein AP, oder? AP 1. Also okay, dann ist 9 mal 4 plus. Damage 1? Damage 1, genau. Ja. Damage, okay. Einer genau. Ist tot. Zwei sind tot. Safe. Okay, 2 sind tot, einer verliert ein Leben. Jo. Dann, haben wir, glaube ich, hier alles geschossen. Ja. Der kann dann schocken und dann irgendwie, wann schockt der dann sofort? Statt einem Consolidate kann ich den zum Beispiel da hinten teleportieren. Statt einem Consolidate kannst du ihn teleportieren? Genau. Auch wenn ich gebased bin. Und jetzt aber sofort dann oder erst in der nächsten Runde? Sofort. Das heißt, wenn du jetzt charge, dann kann er nicht, dann teleportiere ich ihn dahin und dann... Ah, das ist fies. Okay, und sonst kann er halt hier irgendwo reinfliegen, was machen und Ärger machen. Außer du stehst dann vor 3 Zoll, aber das stehst du nicht. Das heißt, wenn du mich. Genau, auf mehr als 3 Zoll, ja. Nein. Okay, dann wollen wir hier logischerweise hier drauf gratschen. Okay, kriegst du minus 2 durch den Wald, ne? Nee, ich gar nicht. Weil ich ein cooler Typ bin auch. Okay. Ja, mal ein schneller Blick an den zweiten Tisch, den wir mit Kamera ausgestattet haben. Flo gegen Bell. Was soll ich sagen? Ich habe das so noch live noch nicht gesehen, aber die Liste von Flojo, die schießt einfach Astra Militarum komplett aus dem Leben. Das ist der Wahnsinn. Es sind, ich glaube, es lebt noch ein Sentinel und ein an Lehman Russ, natürlich noch Kasken, also Bell ist noch nicht tot, aber einfach der Damage, der da rauskommt, ist so lächerlich. Ist wirklich ganz, ganz unschön mit anzugucken, wie da ein Sentinel nach dem anderen runtergenommen wird. Nichtsdestotrotz steht Flo halt immer noch tief, tief drin. Bell hat immer noch tendenziell mehr Board Control als Flo. Hat noch Kaskin in der Hinterhand. Ist damit auf jeden Fall, zumindest auf dem Scoreboard, noch nicht abgeschrieben. Weil ich zwei Marker habe? Jo. Dann. Ich krieg 2 CP, du kriegst 1 CP mit dem Face. Ich habe noch Psi und Dings hier alles liegen. Du hast noch einmal Reserve gleich. Die Action ist abgebrochen, weil du ihn getötet hast. Mhm. So. Da ist, der ist leer, korrekt? Der ist leer, da ist nichts drin. Da hast du 14 mit dem Fast hier hin. Dass du, wenn du mit dem Abstand hier schockst, einen Winkel bekommen kannst. Ja, ich verstehe, was du meinst. Maximale Bewegung ist 10, korrekt? Genau. Das heißt, deine Kante würde hier stehen, aber dann wärst du innerhalb von 1 Zoll zu Karandras. Mhm. Das heißt, du müsstest irgendwie hier so rüberfahren, dann könntest du so Karandras sehen. Genau. Das heißt, du stellst dich außerhalb von deinem maximalen Sichtwinkel hin. Genau, ich schon mal. Hier, ich könnte hier hinfahren. Genau, würdest du quasi dann, total durch eine Wand durchfahren. Genau, dann kannst du, aber wenn ich hier hinfahre, genau, hier mit der Kante werden irgendwie dann, nur dass er halt nicht sieht. Du hast noch einmal Druck hier in der Strategie, korrekt? Genau, korrekt. Der hinterste kommt mit der Base bis nach hier. Ja. Du kannst. Na dann kann ich auch wieder Charge die Karten reißen. Vielleicht
dann tatsächlich den Marker und start die Fortress. Entschuldigung, ich sehe den Marker. Ich komme einfach kurz zu dir rüber. Jo. Das ist dein Warlord, ne? Ja. Und dann schnuckere ich mir den noch direkt. Hat er einen Retter? 4 Retter. Fingerretter. Leben? 5 Leben. Minus Damage? Nö. Jetzt hier Warlord hier rüber. So. Schieße da gleich rein und charge. So. So. Maximaler Winkel dieser 4. Das heißt, er geht ebenfalls aus diesem Winkel heraus und startet die Action. Ja, nächster Versuch. Neues Leben, neuer Versuch. Das hier wäre der maximale Sichtwinkel innerhalb der Reserve, wenn du reinkommst. Das heißt, du hättest auch keine Sicht. Jetzt kann ich ja, genau, jetzt kann ich auch hier irgendwo reinkommen, auf der Kante. Muss ich immer machen. Auch in den Ritten? Genau, das okay. Heißt, hier bist du dann von 9, hier bist du von 6. Okay. Gut, das heißt, hier sind, die müssen sich vielleicht einfach nur töten. Ich habe hier 4 Mortal Wounds schon liegen, plus den Zauber hast du auch. Mortal Wounds sind, was macht es? Einfach Mortal Wounds. Ach, extra Mortal Wounds, wie? 4 Flat. Wie, 4? Oder Trade und Relic. Genau. Ach so, okay. Du kannst für einen CT Overwatch, das heißt, ich kann meine Bärchen hier nicht rausschicken. Und das mal wieder nachher finden, oder ich kann dich da hinten nachher. Hier sind beide leer, hier ist eigentlich fast das auch noch so ein kleines. Ich habe Schwarmborn an der Reinforcement, die haben Massebeschuss. Die könnten hier hinten reinkommen. Ich könnte den Trupp Avenger reinstecken. Außerhalb von 6. Außerhalb von 9. Abfang kostet 2 CP bei dir? 2 CP, ja, das kann ich nicht machen. Ich überlege erstmal, ich stelle die noch nicht hin. Ja, ja. Du magst. Kannst du mit der Fortress. Ah, nee, kannst du eh nicht abfahren. Fortress kann abfahren. Wenn sie 2 CP hat. Bitte da. Jetzt könnte hier so reinkommen. Außerhalb von 9. Du stehst. Ich möchte nach von 1 Zahn und 5. Ich stelle mich mal innerhalb von 9 für Fortress, dass ich ohne Overwatch einen Charge auf die machen kann. Mhm. Also einfach aus Sicht dann noch, ja. Potenziell. Gut, das Rödel habe ich auch noch. Die sind sehr. Charge auf den Mitglieden, der läuft auch. Ich 16 Move haben die? Genau, 14 okay. Hier rüber. Kannst du besser Overwatch geben oder so? Nee, aber ganz normal. Nee. Besser war wieder leer. Na wohl, wie dann ist auch wurscht. Ich schieb mal einen hier so auf Marker drauf. Just in case. Mhm. So, ja, hier ist rüber. Die können eher ruhig, da musst du mal in 3 gehen. Okay. Das heißt, die können dann gleich hier oder sie drauf schießen, nicht da chargen. Die beiden versuchen sich darin zu kümmern. Sportmann habe ich noch. So. Du kannst auf die einer schießen, die die ganze Zeit links gemacht hat. Haben die Rogue Intervention gegeben? Wie ein Token, der kein anderes. Haben die Rogue Intervention? Ja, genau, für ein CP. Wie weit? 3 Zoll, ganz normal. Dann möchte ich gerne außerhalb der Höhe bleiben. Ja, genau, ist klar. Okay, außerhalb von 3. Auf dem Marker. Ich glaube, ich muss lauter reden. Ich habe gerade irgendwie ruhig gesagt, ihr könnt ja ruhig machen, bis so. außer 3 Zoll, aber ist ja, klar. Ich verstehe ja. Das. Schlechtes Dauer rennen. 2 Leben hier? 2 Leben. Toughness 5. Innerhalb von 18 für einen Guide. Das heißt, Guide, CP, Action war diese Runde nicht, scheinbar. Karanas macht aber eine Action. Ich habe noch Scorpions und einmal Benches. Du hast noch einmal Reserven. Und hier kannst du gleich reinkommen. Ich glaube, mit den Benches bin ich die ab. Ich gucke mal, ob ich irgendwie so eine Stringline bekomme. Okay, die möchte ich auf jeden Fall töten.
Du hast keinen auf das Gelände. Bitte? Alle außer vom Gelände, passt. Ja, genau. Well, hello there. Wir sind sehr enttäuscht, dass es immer noch nicht 100 Zuschauer sind. Ja, schade, ne? Die kriegen wir nicht mehr geknackt. Schon schade, aber nichtsdestoweniger, wir freuen uns über jeden der 87, die gerade online sind. Herzlichen Dank, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sind gerade weiter auf dem Haupttisch zugange. Matthias gegen Fritz. Matthias jetzt in Zug DOS. Ja, Rückrunde 2. Und wird jetzt zusehen, da möglichst devastating Einschlag zu haben. Hat seine Bike so hingestellt, dass er gleich in die Berserker, die auf dem Mittelmarker stehen, schießt und dann die Fortress chargen wird. Oben wird wahrscheinlich die nächste Fortress gecharged. Mhm. Und unten rechts scheinen dann die Terminatoren da erstmal alleine gelassen zu werden. Ja. Die haben sich schon teleportiert, die dürfen auch nicht, dann nicht nochmal teleportiert werden. Das heißt, die stehen da ja jetzt erstmal. Ja. Und links oben stehen noch Dire Avengers, glaube ich, um auf die Bikes zu schießen. Genau, und prinzipiell könnte Fritz die natürlich abfangen und einfach umbringen, aber ohne CP wird das nichts. Tut's nicht weh. So. Ja. 55 minutes in the round. 55 Minuten auf der Uhr. Das klingt, als müsste man Schnaps zahlen und so. Naja. Scoremäßig ist Matthias jetzt nicht zurückgefallen. Also überhaupt nicht so arg. Ja, also dass Fritz jetzt noch nicht scored, ist eigentlich klar. Ja. Aber so ab Runde 3 darf er dann mal loslegen. Natürlich Carandras, der humpelt, glaube ich, irgendwo auf einem Ei rum. Ja, gut. Ein Ei ist Das Ding ist nur, Baharov steht jetzt vor dem Haikal, direkt in der Base von Fritz. Ah, das ist ja unangenehm. Und der wird ihn wahrscheinlich erschlagen, falls Fritz nicht Abwehrfeuer aus der Hölle gibt und ihn dafür umklitzt. Ja. Man hat schon Schweine fliegen sehen. Ich habe schon Exarchen, wie heißen die? Phönixkönige in Abwehrfeuer niedergehen sehen. Ja. Ja. Ich auch. Ja, it's a beautiful sight. Ja, ich habe sie auch schon abgeschossen, wenn sie weggelaufen sind. Ja, das können Custodes nämlich. Ja, oh, also auf jeden Fall spannend, aber es kommt jetzt wirklich darauf an, wie oder kann Matthias vielleicht jetzt schon eine sehr deutliche Schleife drumherum machen. Ja, also was ich finde, was man sieht, ist, dass Matthias jetzt alle Ressourcen ins Spiel bringt. Und auch muss. Genau, also er ist jetzt nicht so, oh, gut, ich bleib mal hier in meiner Burg und mach mal mehr so Nadelstiche, sondern er bringt jetzt alle Ressourcen ins Spiel. Genau. Banshees hier, Dire Avengers da, Bikes nach vorne. Wilde Abbindereien, also er versucht einfach den Rückschlag der Wotan auf null zu reduzieren. Das ist, glaube ich, das, was hier jetzt versucht wird, mit den Bikes die Berserker erschießen, die Festung abbinden. Da oben die Bikes erschießen, die Festung abbinden. Und da unten den Haikal quasi erschlagen. Und dann kommt ja auch gar nicht mehr so viel zurück, was jetzt unmittelbar in eine Bedrohungsreichweite hat. Ne? Das ist korrekt, ja. Und ich denke, das ist einfach das Play, das Matthias hier versucht. Das denke ich auch. Das wird wohl so sein. Also man darf gespannt sein, wie er es dann jetzt gleich ausführt. Also er bereitet alles vor. Und dann müssen jetzt nur noch die Würfel auch wirklich funktionieren. Ja, klar. Und ja, auf dem anderen Tisch, genau. Flojo kam extrem gut zurück. Da ist wirklich eine ganze Menge los, was ihr jetzt nicht seht. Da müssen wir die Kamera mal wieder in Gang bringen. Da ist wahrscheinlich der Akku leer. Ne? Okay. Ja, da sind wir wieder. Ja, sind wir wieder nicht mehr. Da ist der Akku doch leer. Okay, Bilder davon später. Ich kann fernmündlich überliefern, dass... Da steht noch ein Sentinel, so ist es nicht. Und da steht auch noch ein Lehman Russ. Und da steht auch noch eine Chimäre und Leontos. Und da sind auch noch Karskin. Bell ist bei weitem nicht tot.
Aber Flows, Return, die beiden Züge, ja, ich stehe immer noch quasi mit offenem Mund über die Menge an Schaden, die da einfach rausgepult kommt. Das ist wild. Und man sieht an Bells Stirn und ihren Falten auch, dass es ihm zu denken gibt. Ne? Also er macht jetzt die zweite Zwölferrunde, so ist es nicht. Er punktet. Die Frage ist halt, kann er nochmal punkten, bevor Flo aus seiner Burg rauskommt und sein eigenes Scoring anfängt und wie das am Ende auf dem Scoreboard dann aussieht. Das ist definitiv noch nicht gegessen. Flo kann noch so viel Schaden machen, wenn er nicht anfängt, Primary und Secondary zu scoren, dann bringt ihm das alles halt gar nichts. Ja, da haben wir auch wieder ein Bild. Der Sepp alles repariert. Vielen Dank. Sehr gerne. Genau, da sieht man, wie dünn es eigentlich auf der Astra-Seite geworden ist. Wir sind jetzt in Bells Rückzug. Zug 3, genau. Sein Top of 3 ist es quasi. Aber jetzt fliegt auch gleich Kasaken Movus durch die Gegend. Da muss man mal gucken. Genau, die Kasaken machen gleich noch ihr Ding. Slymabo läuft noch irgendwie durch die Gegend. Die Chimäre ist am Start. Aber es ist doch echt dünn geworden. Es ist richtig dünn. Ja, schon echt krass. Und Flo muss halt gucken, dass er jetzt schnell genug da hinten rauskommt und anfängt selber zu punkten. Ja, also es muss in der nächsten Runde sein. Sonst hat er nur noch zwei Zeit, um irgendwas zu tun und das wird nicht reichen. Genau. So ist das. So ist das. Ja, nochmal das Raffle, ne? Ausrufezeichen. Genau. Kommissar, das ist das Wort, was ihr benutzen solltet. Kommissar mit K. Kommissar mit C, mit Doppel C. M, Doppel S. Also wie es da oben immer steht. Also wie es da steht. Ja. Auf der Box, die niemand sonst sehen kann. Richtig. Und ansonsten natürlich der Hinweis, hey liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Drückt auf die Like-Knöpfe, auf die Abo-Knöpfe, bis sie glühen. Lasst uns bei Ko-fi eine Spende da oder werdet Patreon und wenn es nur für einen Tag ist. Wir freuen uns über jeden Support, damit wir solche Ausflüge hier machen können und Top 40k quasi an den heimischen Wohnzimmerfernseher. Ne, die haben 5er Toughness, ne? Mhm. Okay. Haben wir alles rein, was sie haben? Auf die 3? Ohne Exploding Sixes. Ja, rentiert sich nicht, weil ich keine Wasser habe. Auf die 3 plus? Mhm. Nehmen wir die Kippel. Okay. Die hier raus. 1er raus. Die hier raus. Ist nur 1er. Danke. Genau. 5 Auto-Runden. Genau. Die hier mal ein Kripp daher. Auf die 5 plus. Ist alles egal, weil ab hier 2 ist eh auf dem Retter. Genau, das hier schon mal? Ab hier 2. Noch eine Salve hinterher. Noch eine Salve? Nochmal 13, das waren die ersten. Okay, dann auf die 5 plus. Das ist 1 kaputt, 2 kaputt, 1 verliert ein Leben. Das verliert ein Leben. Auf die 3. Der war die hier raus. Auf die 5. Mhm. Aber deine Liste probier auch mal aus. 5 Retter für den letzten. Das war immer gut. Na gut. Okay, dann habe ich geschossen. Geschossen. Der Barot schafft gleich wieder rein. Mhm. Nee. Geschafft. Gehe ich nach hier hinten, stelle mich auf den Marker drauf. Mhm. So, der noch, der zwei Brot. Okay, bitte? Die Bench, ich mache den 6 Zoll Charge hier rauf. Ja. Ja. Okay. Hier rein kommst du dazu Luft ins Serpent schießen, der ist mir sowas von egal. Das heißt 10. Auch mindestens 2 Modelle auf dem Marker. Ich rap dich, dass du mich rausfahren kannst. Ja, genau, über das Pile-In dann halt, dass du mich da überrappst. Kannst schon mal ranstellen, weil du. Vielleicht wirst du so nichts machen. Bist du eine Mortal?
Ja, eine Mortal, also okay. Der zwei verloren. Und die Vibes Crush das Ding da. Ach, die Fortress? Ja. Die Zauberer? Nee. Sorry. Nein, noch. Ja. Meine Kaugummi sind gegen nach hinten, ja. Ups. Du hast eine 3er Hürde mit ihm. Genau. Du hast eine 3 drauf. Mehr Charges gibt es nicht. Außer die Avenger. Die können ja auch noch reinchargen. Mhm. Auf die 9. Nö. Nö. Vielleicht hast du noch eine 6 Termin. Brauche ich wahrscheinlich nicht. Okay. Ich fange natürlich mit den Bikes an. 2, 4. Sprintattacken. Mit Guide. Mich habe ich stolz auf mich. Ich weiß gar nicht, ob die auf 3 doch. Okay. Auf 6, ich glaube, das ist 3. 3-mal. 2 plus. Ein Leben. Lenkt wahrscheinlich noch. Achso, da habe ich den Dings noch da, ja. Okay. Dann haben wir hier vorne den Nahkampf. AP 3, 4 ist egal. Das heißt, ich habe 22 Attacken. Mit den Benchen. Auf die 3. Das ist doch eine 2-mal. Warte mal. Stärke 4 auf die 6, versetzt die 0 auf die 5. Genau. Mit alles in den Retter. Mhm. Ich nehme Feld raus, dann nehme ich darüber. Noch 2 Fels. Okay. Genau. Retter. Mit AB 3 und 4 alles in den Platz. Okay. 1, 2, 5 Leben. Hat die 7 verloren. Okay, danke. Dann darfst du zurückschlagen. Nee, sorry, Baron natürlich noch. Ja, genau. 2, 4, 5, 2, 4, 6. Ich möchte gerne schlagen. Die ersten 5 mache ich so, dann ist natürlich ein Exploding dazu. Toughness. 4. Auf die 3. Einmal minus 3, 4, 2. Kommt da noch was danach? Eine Attacke kommt noch hinterher. Okay. Geht einer also durch? Ein Leben, ne? Oder hat er 5? Ein Leben hat er. Kannst du noch irgendwas machen? Ja, ich habe noch eine Attacke. Einmal eine normale Attacke, oder? Ja, ich habe erst 2 Leben. Genau, 3 Leben hat er noch gehabt und jetzt hat er noch 2 Leben. Jetzt ist hoch, jetzt ist hoch. Genau, ja. Letzte Attacke trifft. Trifft. Auf die 3 Plus. Verwundert nicht, CP-Roll. Nix. Gegen Wunder darfst du nicht mehr rollen, ja. Gut. Dann darfst du zurückschlagen. Weißt du, wie viele Attacken kann er? 4, glaube ich, gell? Ich glaube 4, ich mache einfach mal, ja. Auf die 3 oder auf die 2 trifft er. 3 Treffer, eine Automunde schon mal. Und auf die Stärke 5. Das wären 2 Wunden. Falls er 5 Attacken hat, würfe ich nochmal hinterher, aber ich glaube, er hat 4. Schafft den zweiten, lege ich nichts. Okay. Scoring. Grind habe ich diese Runde gemacht für 3. Scout habe ich gestartet. Hast du die, wie viele Units hast du gekillt? 1, 2. Mindestens. Die Thermis und die Bikes. Ja, und die Berserker. Berserker sind 3 Units. Ja, du hast mit 2. Was habe ich gekillt letzte Runde? Den und die. 2 Stück. Die da, genau. Ja, dann waren alle im Runde. Okay, Da bist du dran. Der zählt nicht, weil er wieder aufgestanden ist, oder? Wie bitte? Weil ich hab den genau, gekillt. Der zählt nicht. Wenn er wieder aufsteht, dann zählt er nicht fürs Killen. Genau. Okay. Da bist du dran, kriegst du den Nuller. No. Die plus 1 zu Hit. Mhm. Der kriegt einen Token drauf. Schau mal ganz kurz, Peter. 3 Saves, die behalte ich. Ich habe. Die behalte ich auch. Die anderen beiden wiederhole ich. Ja, ja hast du. Heißt C und 2 Saves. 3 Saves, ja. Auf 13 geht, du gehst auf 20. Ja. Hier tue ich aber ein bisschen weggehen von dem. Von der Barrehaut. Ja. Dass der halt nicht heroisch machen kann. Jetzt so ein Culling Edge auf die 6 Meter, ne? Tot. Wer ist tot? Das war mein Culling Edge auf die 6 vor beim Fallback. Aber ich hab's nur. Der bleibt hier im Nahkampf drin, ist klar. Okay. Das ist ein Killer-Move.
ist ein super Move. Er bleibt auch hier da. Kann der das auch nochmal, dieses Phönix Aufstehen machen? Klar. Ich kann auch, okay. Ja. Du kannst auch sonst erstmal Fritzes nehmen. Ich glaube, der hat nämlich noch nichts gekommen. Darf ich das nehmen, Fritz? Ja, ja. Komm, gleich noch ein neues. Ich habe noch hier eins. Ich habe noch eins, Die haben eine Unit gekillt, die haben einen Token drauf. Ja. War auch die Karl nicht erschlagen. 3-1 in der Fett. Weil er Glück hat, dass er nicht erschlagen wurde. Nee, ist aber weggefahren. Auf jeden Fall 3 Range denen. Und einer hier in 6 Zoll zu ihm. Hier ist 18. Ah, die können ihn nicht abfangen, gell? Nein, die sind nicht in Reichweite zum Fass hier. Eine längere Schlange ziehen. Das heißt, der Ring hat mal Access gestartet. Mhm. Wir können es 6 Zoll, wir können es. Genau, in der Schussphase eingeführt und in der Nahkampfphase. Mehr als 24, dass die nächste Unit halt nicht drauf kann, aber die drei Typen hier drauf schießen können. Okay. Mit 1er Hit-Reroll. Warte mal, ich will vielleicht in die. Wie weit kann der Karl laufen? Weil der stand ja hier neben mir gebased. Ja, genau. Hat er 6 Zoll? Von da, von der Kanne 5 Zoll hat er. Irgendwie so. Und dann bist du noch außer von 19 Bar, ne? Kurz überlegen, ob ich hier einen 3 Zoll. Okay, passt. Auch eine Option. Ja. In 3 Zoll. Muss mal kurz schauen, ob ich dann aber hier, ob ich die an die Range rankomme. Ich glaube fast nicht. Wie viel hast du? Nee, 22 kommt nicht dran. Dann mache ich einfach so 3 hier ran und der halt in 6 Zoll. Ja. Der hat 4 verloren, ne? Der hat noch einen Leben. Drei verloren. Er hat noch ein Leben. Wie hast du einen Schaden gemacht? Ich mache nur 2 Flat. Genau. Achso, zweimal. Achso, stimmt, ja klar. Zweimal minus. Also einen musst du noch machen, genau, Schaden. Ja, passt. Genau. Die werden jetzt nachher da reinkommen. Genau. Ich mache mit dem hier. Der kommt nicht drauf, ohne zu advancen. Also, der müsste da einfach drauf advancen. Spielst du einen Popeldrop noch mal ran? Den wird der nachher dann reparieren. Eine Schlange noch ziehen. Dann Weg, hier geht sonst nichts. Okay. Dann macht der dieses Corebuster Fire Pattern von der Hauptwaffe hier for free. Und musst du doch ein 6 Zoll zu ihm sein, oder nicht? Ja, zu dem da. Ach, zu ihm? Ja, genau. Okay. Der war's. Und hier kann ich so. Sprechen über die Dinge. Ja, was wir sehen ist, Matthias hat eine enorme Bordpräsenz aufgebaut, die Wotan gut zurückgedrückt, die Einheit Bikes auf der linken Flanke getötet, dann ist er mit den Banshees in die Festung, dann hat er mit den Bikes in der Mitte die Berserker getötet, ist mit denen in die Festung. Baharov hat gewifft und keine Lust gehabt, den Karl zu erschlagen, sondern hat ihn auf einem Lebenspunkt stehen gelassen. Ja, okay. Und unten rechts hat ein Farsier mit seinen ganzen Mortal Wounds die Terminatoren getötet, weil das absolut in Ordnung ist, 225 Punkte zu löschen. Ja, that's how you roll. Genau. Und jetzt ist Fritz dran und hat eigentlich fast gar keine Handlungsmöglichkeiten, oder? Vor allen Dingen, weil da ist halt noch einiges im Drop bei Matthias, da ist ja noch einmal Shroud Runner, da sind noch einmal Striking Scorpions, da sind noch einmal Dire Avenger. Das wird recht schwierig für Fritz hier nochmal rauszuklettern. Muss man natürlich mal schauen, wie die Festungen jetzt in den Nahkampf schießen, was da passiert.
Aber ihm gehen natürlich die Assets aus. Ja. Keine Mobility mehr. Die Thunderkin, die werden jetzt versuchen, die Dire Avengers da oben zu töten. Und da einen Punkt für The Ancestors Are Watching holen. Ja, aber viel mehr, also ja, out of options. Irgendwie. Genau. Und langsam auch out of models. Oh, warum stirbt der da gerade? Der teleportiert sich. Okay. Also Homemarker aufgegeben. Genau. Ja, dann kann er ja mit einem Typen auf Farsier schießen oder was? Baharos schießen. Ach, da unten. Ja, okay, ja gut, dann mach halt, ne? Ja, das ist jetzt halt noch das maximale Versuchen rauszuholen, ne? Ja, Assassination-Punkt machen. Ja, was mit einem Token töten. Hätte er sich aber auch früher entscheiden können und dann mit allem da reinschießen, aber ich kann nur drei Eier von Baharot ziehen. Ja. War eine Scheißregel. Naja, und ich weiß nicht, Matthias hat es auf jeden Fall gut gemacht, ne? Also Turn 2 einfach raus explodieren und zu sagen, du, ich lass dich einfach nicht agieren, ich lass dich nicht dein Spiel spielen. Ja. Aber es ist halt. Ich meine, man sieht ja, wie die Votan gegen die Armee strugglen. Ja. Das ist unfassbar schwer. Ja, dann, was ist denn so schwer, den Damage anzubringen? Ne? Es ist halt einfach, der Elder agiert einfach aus einer Position heraus, gegen die der Wotan einfach nicht so gut an kann. Ja, die Elder sind mobiler. Die Elder haben ihre Möglichkeiten, eben die Tricksereien zu unterbinden und die Elder selber tauschen quasi immer besser. Also die Wotan-Einheiten sind halt sehr teuer. Und das führt dazu, dass irgendwo fallen 20 Dire Avenger raus und töten halt ein Paket Bikes. Ja. Und das lässt sich dann bis zum gewissen Punkt einfach nicht mehr verhindern. Gut, dann müsste man natürlich auch sagen, das weiß Fritz, und dann muss er sich die CP auch zurückbehalten, um dann zum Beispiel mit einer Festung eben abzufangen, wenn die Dire Avenger da reinhüpfen. Ne? Ja. Also das sind halt so, ja. Aber er gibt halt die CP permanent dafür aus, dass er die Terminatoren dann eben teleportiert. Ja, okay. Und ja, das ist es halt. Und wie gesagt, wenn halt ein Phas hier in einer stinknormalen Movo- oder Psi-Phase halt einen kompletten Squad Terminatoren löscht, im Vorbeigehen quasi, das ist schon brutal einfach. Und da kannst du nicht gegeneinander, das kannst du halt nicht lange aufrechterhalten, das Spiel. Genauso wie mit den Bikes in der Mitte, die fliegen quasi an den Berserkern vorbei, nehmen die eben kurz im Nebengang weg und dann packen sie sich die Festung. Ja. Ne, das ist halt so. Der Invest ist nicht hoch, bei den Eltern Dinge zu tun. Und das lässt halt die Wotan bröckeln. Matthias muss sich ja schon gut überlegen, ob er jetzt irgendwie einen großen Trupp Bikes irgendwie da ins Offene stellt. Aber dadurch, dass sein Zug so gut gespielt ist, muss er halt nichts fürchten. Außer halt, dass die Festung da ein bisschen jetzt reinknittelt. Genau, aber ja. Das ist so. Also die Festungen sind Dead Meat hier einfach in vielen Bereichen. Ja. Weil du kannst sie nicht so lange weghalten, dass sie unchargebar werden. Und irgendwo laufen dann immer mal Banshees rein und dann sind die einmal angetickelt. Dann hat Matthias wieder eine weitere Einheit in der Hinterhand, um das zu regeln. Wahnsinnig schwer. Wahnsinnig schwer. Back to the players. Okay. Jetzt Damage 2 alles. Jetzt kommt noch Damage 2. Ich habe nur Damage 2. Alles ist Damage 2. Alles Damage 2, ja. Wie viele Schuss kommen noch? Ist noch eine Wunde noch. Ja. Eine Wunde nur noch? Genau, ja, für eine Hauptwaffe. Das heißt 1, 2, 3 Normalus, Exarchen und die letzte sind die Exarchen. Okay. Dann habe ich noch zwei Modelle auf dem Marker und der ist meiner. Und der Exarchen hat ein Leben. Es sind gerade 7 Wunden waren es und sind wie viele umgefallen? Genau. Das 1, sind jetzt 2, schon 4, 7, 3 Normalus. 8. Okay, 8 waren es insgesamt, ja. Genau. Sieben, okay. Da liegen jetzt aber 9. Das sind alle 8 und das ist sogar schon der 9. Okay, nee, das war hier nicht gemacht. Ich hab's nicht aufgepasst. Okay. Genau, dann hier die hier rein halt einfach. Diese Hauptwaffe halt for free mit diesen Mortals. 2 Schuss. Bikes, ne? Genau, 2 Hits. Ja. Auf die dem einen Token. Nee, die waren am Marker, den konnte ich noch ein zweites Token geben. Aber du darfst doch nur auf eine Einheit auf dem Marker Token geben. Genau, wo habe ich das gegeben? Nur auf die da. War sonst nichts im Marker gestanden. Okay. Sind, dann ich dachte, du hast Barot das gegeben. Der hat der gemacht, der Chef. Okay, gut. Das war letzte Runde. Und zweimal, genau, zweimal. Diese zwei Mordes und dann und 4 Schaden. Ja, über die Auto. Genau, das ist for free, weil der ein 6 Zoll ist. Okay. 4 also zwei Saves. Nee, 2 Saves einfach. Minus? Minus 3, minus 4 Schaden. Minus 4 Schaden habe ich gar nichts gegen. Also 2 Tore. Okay. Dann noch die ganzen Wackerschüsse. Ja. 18 Mal. Ja.
Nee, ich glaube, die eine ist Hunter, das heißt, sie sind schlechter. 3, 6, auf die 2, auf die 3 plus. Auf die 3 plus. Nee, Hunter. Genau, habe ich schon. Ich bin nur noch im Wald. Dass du mir ich noch ich auch, ja. Ach, okay, sorry. Genau, es sind 3 und dann nochmal 12 Schuss, also 4 raus. Also 3 Wunden hier, auf die 2 plus. 2 Autowunden. Nochmal 2, 3, 4, 5, 6, 6 hinterher. 6 mal minus? Minus 3 und 2 Schaden. 6er. Nochmal 4 tot. Mhm. Direkt. Darfst du weitermachen? Da hinten dein Typ? Genau. Auf den Karandras. Ja. Der trifft auf die 2. Genau, ich treffe die 2. Minus 1 hit. Machst du an? Ja. Okay. Hier mal. 3 Wunden. Warum 3 Wunden? Weil der Auto wundet immer. Wenn du einen Token drauf hast. Genau, ja. Okay, den ersten versuche ich zu safe. 4 plus. Geschafft. Auto safe. Dann machst du 2 nochmal drauf. Okay. Verstehe ich. Dann dein Scoring. Was hast du gemacht? Sorry. Ich darf noch Moral. Genau, zurückschlagen hast du auch noch. Ich darf auch noch schlagen dann, ja. 6, 8, 10. Und die anderen 3. Auf die 3. Auf die 6. Ja. Ein Retter für die Festung. Und safe. Okay, dann darfst du schlagen. Festung auf die Benjis. Ja, minus 1 Hit. Eine Wunde. Ein Hit auf die. Ja. Eine Wunde, genau. Ja, Zeit. Ja. Leben. Kaputt. Den CP will kein AP, ne? Kein AP, ne? Ich hab die 6 getroffen mit. Genau, mit einer Attacke von 6 und eine Wunde. Mit 7 Leben verloren hast du auch noch voller. Ab 8 Leben bin ich schlechter, genau. Ab 8 Leben verloren. 16 Leben hat die. Ach, 16? Genau, ja. Okay. Kein AP, das heißt 4er Safety, wiederhole ich. 4 plus? Ja. Lebt die. Ja. Dann Moraltest für die hier. Die sind 3 gestorben, nur auf die 6 können die gehen. Nein? Nee. Und der Rest ist da. Dann dein Scoring. Die haben die Moral? Das ist egal, die haben 10. 9. Ach so, 9. Okay, ja. Ist gut. Fast. Einer hinten im Schuss mit Marker gefiltert? Genau, sind 2 Punkte. Und das war's? Ist genau, der Rest ist ja irgendwie alles später. Okay, dann bin ich dran. Du? Ich halte 1, 2, 3 Marker, kriege wieder eine 12er. Ich halte aber auch 3. 1, 2, 3. Nee, Quatsch, den halte ich ja nicht. 2 halte ich, vergiss es. Du kriegst hier, weil die habe ich gekillt, Alter. Ja. Bitte? Dafür kriegst du keine Punkte. Nee, das habe ich nicht gemacht, ja. Ich gehe auf 2 CP, du gehst auf 2 CP, ne? Ja. Okay. Möchtest du noch Token verteilen? Oder muss das machen? Du hast irgendwas kaputt gemacht noch? Habe ich die kaputt gemacht? Habe ich gemacht. Ist das in deiner Runde wieder für die Aktion und sowas? Okay. Bitte? Movement Phase. Was? Scout? Scout the Enemy. Achso, diese Aktion von Barrow. Ja, das ist ein Typ mit einem Lebenspunkt. Ein Typ mit einem Lebenspunkt. Okay. Du kriegst 2 Punkte, wenn du den hältst, ich krieg 3 Punkte, wenn ich den halte. Das heißt, ich gehe mit. Stopp. Ja. Du hast dafür ein CP bezahlt, dich zu teleportieren? Ja. Ein CP, ja. Oder müsstest du noch auf 1 gegangen sein? Oder auf 2? Er hatte 2 CP und er hat 1 CP bezahlt, um zu teleportieren. Und einen jetzt wieder bekommen. Also du bist nicht auf 0 gegangen? Nee. Du bist auf 1 CP, da kannst du teleportieren und schießen. Genau, ja. Das war for free und sonst kein Strategy. Genau. Genau. Du hast keinerlei Reserve. Das ist ein Typ mit einem Lebenspunkt. Der ist innerhalb von 15 zur Mitte. Die Avenger bewegen sich vorwärts. Hat das hier Löcher? Ja. Dann gehe ich hier in die Löcher rein, dass ich deine Typen hier sehe, den 18 und gleich die Fortress Charge. Mhm. Passt dir das, wenn ich so stelle, dass alle Sicht auf die Jungs haben? Mhm. Mhm. Dann habe ich den Baharot. Token noch. Fahrrad kann hier rüber flitzen.
und den versuchen zu töten. Jetzt hier so rein, in das Haus unten. Dann schießt er gleich auf den kleinen Knill, charge den großen. Versucht das Auto zu binden. Dann habe ich hier noch die Skorpione drin. Der Fahrzeug, der holt sich eine Sichtlinie. Ja. Kann er schießen? Ja, ne? Ja, genau. Ganz solide. Auch nach dem Advance noch. Ich krieg mit meiner... Das ist okay, das mein Bogenmann liegt hier rüber. Innerhalb von 6 zur Mitte. So. Da mache ich einfach nur Smitex und schneller in die nach vorne rein. Der Randwurst stellt sich hier in. Nee, warte mal kurz. Bitte? Kein? Kein Bock auf die Magnetdinger. Von da hinten kann ich aus der Reserve reinkommen. Da kommen hier noch der rein. Außer von 12 zu deinen Typen. Das sind 12. Dann starten hier tatsächlich die Skorpion hier schon drin. War einfach ein 6 Zoll. Ja. Ja, cool. Genau. Okay. Du machst, dann geh ich weiter hier hin. Oh, wie du magst. Wasser von 12. Okay, nicht in 12. Alle in 18 zu 1. Wasser 12, 18, 18. Starten die bei die Action und Action Shoot. Bitte? Dann geht Action und Shoot. Weil dann geht verstehe nicht. Action und Shoot haben die. Ah, okay. Ja. Und dann geht Bar und wirklich hier irgendwie versucht, den dann mit wegzuknüßen. Ja. Und dann die Fortschritte zu setzen. Dass er da nicht zieht. Ja. Ich kann gleich dann chargen. Ich habe keinen Charge. Ich glaube tatsächlich, der Typ ist nicht so richtig. Wenn jetzt passt mit dem Barot, lieber hier reingehen. Spring halt rein, ja. Dass du halt hinter der Wand nicht sichtbar die Fortress halt chargen kannst. Genau. Das ist dann quasi... Ah, okay, nee, da ist ein Loch drin. Ah, stimmt, ja. So. Ja. Hier rein. Der holt sich gleich den Schnuppel hier. Den Marker muss ich noch irgendwie holen. Du hast keinerlei Reserven, du hast keine Teleports mehr, weil das Monster der Game der Charakter ist. Genau. Das heißt, mein Serpent ist hier rüber. Wie hat dein Move? 16. Ah, okay. Schnell. Die gehen hier noch rüber, machen Backup. Der hat sein Schwert raus, innerhalb von 18. Was? Achso, ja. So. Der bleibt hier auf dem Marker drin. Dann noch ein Shortrunner, die Dance ist noch bevor der Charge. Ja, kurzes Update zum Flojo-Tisch, Flojo-Bell-Tisch. Da setzt Flojo das, die Zeremonie der Gewalt fort. Leontos raus, letzter Sentinel raus, Kasken raus. Der hat wieder jede Menge Zeug weggehauen, aber Bell macht halt wieder eine Achterrunde.
Ist ziemlich gut in seinen Secondaries unterwegs und die Frage ist halt einfach, kann Flo rechtzeitig genug Punkte sammeln, um da nochmal gegen anzukommen. Und es hilft ihm ja am Ende nicht, wenn er ihn getabled hat und einfach die Primary Tier 3 verloren hat. Ich will einfach mit Upside noch Marker sein. Okay. Mhm. Serpent ist näher dran, das heißt, jetzt, wenn du ihn gleich tötest, kannst du Karandras nicht anvisieren mit deiner Zweitwaffe in deiner Runde. Jeder hat von 9 Zoll. Ich komme einfach hier auf der Flanke. Für alle, die erst jetzt dazu stoßen zum Grande Finale, es gibt immer noch einen exklusiven. Einen exklusiven Bacillus. Einen exklusiven Commissar's Duty aus der Commemorative Series von 40k zu gewinnen im Raffle und ihr müsst nur Ausrufezeichen Kommissar, englische Schreibweise, also mit C, in den Chat schreiben. Genau. Show der Kommissar. Und dann kommt ihr mit in den Lostopf. Und wenn ihr da gerade dabei seid, Dinge zu tun, aktiv, dann könnt ihr auch Like-Buttons drücken, Subscribe-Buttons drücken, uns einen Kaffee ausgeben bei co-fi. Ich gehe mal den Link hier nochmal rein. /targetpriority.com Den ein oder anderen Kaffee haben wir schon bekommen. Ja, vielen Dank an alle, die unseren Tag hier versüßt haben. Und natürlich kann man sich auch bei Patreon reinschreiben, uns ein bisschen regelmäßiger unterstützen. Auch darüber freuen wir uns gar sehr. Auch den Link haue ich ja nochmal rein. Jede Menge Benefits, ihr kennt das Spiel. Ich habe hier zumindest gerade ein Ergebnis, also nicht das kein Zahlenergebnis, nee. Aber zumindest ein Fahrergebnis. Adrian hat. Oh, warte, du bist leise. So, jetzt nochmal. Adrian hat den Shot ja quasi auf den dritten Platz hier gehabt. Ne? Wie wir wissen, wenn Matthias gewinnt und wenn Bell gewinnt. Ja. Die beiden haben schon ein goldenes Ticket, dann würde der Drittplatzierte das Ganze gewinnen und das könnte entweder Grischer oder Adrian sein. Ja. Adrian wird es nicht mehr. Hat er gegen Patrick verloren. Verloren gegen Creations of Bile. Mit seinen Custodes. Okay, spannend. Sehr spannend, auf jeden Fall. Chapeau an Patrick. Er ist aber nicht mit einem Draw, sondern hatte schon eine Niederlage. Er hatte eine Niederlage, genau. Quasi aus dem Rennen, also hat Grisha jetzt quasi den nächstbesten Shot. Genau, Grisha hat auf jeden Fall den Shot. Es ist beängstigend, wie viel Zeug von Grisha tot ist, finde ich. Mhm. Gegen GSC. Beide Armeen können fantastisch Secondary scoren. Das wird extrem spannend. Sau cool. Keine Paraskin, kriegst du nie, ja. Das war meine Zufall, ich hab den aktiviert. Dann schieße rein. Das ist aktuell noch eine Character Unit, da darf ich kaufen. Genau. Eine Pistole da rein. Next. Dann der Druck. Alles, was sie haben, hier rein. Jo. 2, 4, 6, 8, 9 sind 27, dann kommen hier gleich nochmal 7 hinterher. Scoring Sixes. Ne, Scoring Sixes. Und die können auch noch schießen, oder? Genau. Okay. Auf die 3. Wie viele Würfel sind das jetzt? 27. Okay. Das ist mal eine automatische Runde. Schau mal, die hier, das ist einer hinterher. Den zwei treffen nicht. Toughness 5. Genau. Dann auf die 5 nur. Die 6 haben besseren AP, gell? AP 4. Und die sind AP 2. Dann hier die AP 4. Ja. 1, 2, 3 Leben. Und, 4 Leben und die waren AP, also schlechter. 1, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, also 3, 5 Leben waren es, gell? Ja. Dann gebe ich gleich mal die 2 CP aus, einfach fürs Zurückschießen hier auf die. Okay. Mit denen, weil sonst killen die vielleicht noch. Kann ich den Minus 1 Filter machen dabei? Kannst du machen, ja. Auf die 4 nur noch. Genau. Auf die, also 3 bis 6 Schuss, mindestens 3. 9 Schuss. Ja. 3, 6, 9. Ein Token drauf. 4 Schuss. Hit. Ja, nein. 3, genau. 3 Wunden.
3? Ja, genau. Das Zeichen fängt an. Ist jetzt gleich tot. Und ein anderer, 3 Schaden. 3? Zwei Schaden. 2 Schaden und. Achso, sorry, dann. Genau. Irgendwie eine normale halt wahrscheinlich, oder? Okay. Dann haben wir geschlossen. Dann der andere Trupp rüttelt da einfach voll rein. Ja. Warte. 18 Zoll. Ja, dass die alle, ja, genau. 18 Zoll haben. Alle, waren alle, genau. Einfach gestellt, ja, passt. Hier kannst du, ich kann dir schon mal zum Selfen geben. So, hier nicht so lang. Ich muss gleich hier vorne wirken. Genau, das ist schon mal safe. Genau. Da unten. Das sind die Normalos. Und dann kommt noch der 13 hinterher. 10 hinterher, 2, 4, 6. Das ist AP4. Die 2 waren auch AP4, gell? Genau. Noch ein AP4. Und die anderen sind AP2. AP4. Also ist einer kaputt, zwei kaputt, ja. Und die normalen APs, die halten. Okay. Zwei, wann es kaputt ist, gell? Ja. Dann Würfel. Dann schießen die Bikes. 3 Scharfschützen der Ehre da rein und der Rest in ihm. Mhm. 20 Schuss. 18 Schuss, sorry. 18, ja. Schaffstärke 6 auf die 3. Ja. So viele Saves. Achso, waren 18 Schuss jetzt, oder? Genau, waren 18 Schuss. Ich habe 2 rote rausgelegt. Okay, ja, passt, alles klar. Auf die 3 plus, ja. Okay. Dann hier vorne die Scharfschützengewehre rein. Treffen auf die Steckos hier. Normal. Okay, Trupp da. Genau, AP, kein AP. Einfach halt, muss ich es nacheinander machen. Vielleicht auch einen auf dem Marker, der kann auch noch schießen, mit seinem Bogen, oder? Ja, genau. Das kann ich auch noch. Eine Serpin auch noch, oh Gott. Ah, das ist der näher immerhin. Was ist mit der? 3 Wunden, gell? Ja. Ich hab die ausgetauscht und die sind im Auto drin. Im Serpent. Ach, die waren nicht im Serpent. Nein, ich hab die redeployed, ja. Badge ist raus. Die ist raus. 3 Wunden mit 1 Schaden, gell? 3 Wunden mit minus 1 Schaden, ja. Und du bist auf 9, ne? Dass die ja noch stehen, da hab ich, weil mir den 2 Lebenspunkt-Typ da an. Ich bin ja schon auf 0, also kann ich einfach mit dem zuerst mal 4 plus. 4 plus ist der eine kaputt. Okay. Dann schießt mein Cross wieder rein. Sind 3 Mortal-Boots, darfst du zuteilen. Okay. Danach kann auf die nichts mehr schießen, gell? Wahrscheinlich nicht mehr. Und genau, den kann ich sowieso jetzt nicht halten, den halte ich auch nicht. Musst du das mit ihm zuerst nehmen oder kannst du auch mit ihm machen? Weiß ich gar nicht. Muss ich? Weißt du das? Kannst du zuteilen, wenn du willst, bei dem Trupp. Okay. Wenn er tot ist, ist alles tot. Okay. Okay. 3 Leben weg, ne? 3 Leben weg, ja. Und weil dann hätte ich den Marker sowieso nicht nächste Runde, das heißt, das ist egal. Ja. Das heißt, gut, der kann noch chargen, also ist mir auch in sich wurscht. Hier noch was macht. Also 3 Leben, nochmal jetzt weg, oder? 3 Mortal Skins. 1, 2 und 3. Okay. Dann schießt der Serpent in das Auto rein, Brustknifter. Ja. Auf die 3, auf die 5. Einmal minus 3 für 2. Safe. Nix. Dann schießt der Rannister rein, 2 Schuss. Trifft. Im Wald war ich auch, war nichts, so nichts. Charges, die Avenger gehen hier in den Nahkampf mit rein. Ja, jo. Stellen sich hier wieder auf den Marker mit drauf. Darfst du noch die Position schließen? Nee, ne? Die umzingeln einfach nur dein Auto, dass du kein Problem machen kannst. Mhm. Ja. Wie viele Modelle sind es noch? 4. 4 müssten es sein, oder? Mit 2, 5 sind gestorben in der Stunde, gell? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 okay. Getötet. Mhm, alles klar. Genau, Bayrott macht den Charge. Die haben auch einen Token irgendwo gehabt, gell? Schon irgendwo noch einen Token. Bayrott macht den Charge auf den Charakter nach hier und mit der Consolidation gehe ich in die Dings da rein. Mhm. Der hat noch ein Leben, oder? Der ein Leben verloren, hat noch 3 Leben. Okay, dann macht der Charge da drauf. Ja. 4. Sollte noch verfüllt sein. Ja, reicht. Bist dran? Okay. Ich würde hier so hingehen. Mhm. Und nachher mit dem. Ja, mit dem Pilin gehe ich dann gleich hier rüber, dass ich die Fortress betake. Und der Serpent Charge Fortress auch noch. Mhm. Ja, 7.
Wechsel bei der Festung. Das heißt, ich base dich mit der Fort, mit der Serpent. Serpent, genau. Und Barot, da muss ich dich mit Barot nicht tanken. So. Nicht tanken. Das heißt, der Character Protected, meine. Der Character Protected? Was? Genau. Meine Character Protected. Achso, ja. Ja. Mhm. Okay, dann fange ich mit Barot an. Fall in. 2, 4, 6 Attacken aus die 2. Ich mache mal die ersten hier. 2 nicht. Stärke 5 aus die 3. Ja, Stärke 6. Ja, eine Wunde. Eine Wunde und die letzte Attacke. Retter geht durch. Trifft nicht. Die CP wurde ich diesmal. Trifft. Trifft. Eine Explosion dazu. Ja. Nochmal ein Retter. Ein Retter. Gut. Kaputt. Dann springt er weg. Der hat keine Lust, in der Explosion zu sterben. Und alles safe, das heißt, ich bin noch probiert. Meine, hier vorne ist Action noch, ne? Springe ich hier vorne hin. Wenn ich gleich wieder rauf bin. Okay. Ich mache Right and Down von 3. Ich halte meinen Priority Marker. Und dann bist du dran. Okay. CP. Das heißt, du hast nur noch 2 Fortresses, die Marker zu. Achso, ich muss noch. Ja, genau, die Attacken müssen wir noch machen, ja. Die gechargen zuerst. 6, 12, 13 Attacken. 2, 4, 6, 7 raus. Auf die 3. Auf 6. 6, 6. Und auf die 6 Schlag. 6 Attacken auf die Benjis. Das ist nix. Ja, haben wir ja gesagt vorhin. Die hängt aber fest. Ja. Ich mach schnell zuhauen mit den anderen Fortress hier noch halt. 2, 4, 6 hatten wir es auch noch genau. Hier nee, ist nichts. Okay, dann darfst du. Ja, viel geht ja nicht. Ich glaube, das Ding ist dann. Ja, klar. Aber ich will, kann jetzt auch noch ein bisschen würfeln mit den Dingen. Fortress ist einfach an sich egal. Hier, genau, das gibt es auch nicht mehr. Dann mache ich mit der einen Fortress hier. Data ist. Naja. Safe und 3 Mortal Wounds. Die beiden hier wiederhole ich. Den wiederhole ich nicht, den wiederhole ich. Dann wiederhole ich den hier. 2 Saves und. Wir sind 6 Mortal Wounds. Und den hier behalte ich. Okay. Da leben jetzt noch eine Benji, oder? Wie bitte? Wie viele Benji lebt noch? Zwei Modelle, gell, beim Benji? Zwei Modelle Benjis, ja. Die Servants sind noch Skorpione, ne? Okay. Ja. Dann kann er eigentlich nur die 2 Aktionen noch machen. Dann schießt er mit, jetzt überlegen, mit Hit Reroll auf Dida und dann noch 6. Ja, für 1 CP, ne? Für 1 CP, genau. Und die 2 Damage-Waffe machen wir einfach auf die Benjis dann. Also die 6 Schuss. Sorry, ich muss natürlich die Benjis noch machen. Ach, die dürfen noch zuhauen. Stimmt, ja, genau. Ja, sorry. 10, 13 Attacken, 7 Würfel raus. Ich hab verpennt. Stimmt, ja, ich hab die auch gar nicht mehr im Schirm gehabt. Für 3 und auf 6. Nochmal 3 Retter. Nein, leider. Den Dracket ist vielleicht. Ja. Wir haben nochmal 3 Leben. 2 Leben. 2 Leben, ja, genau. Hat er 6, 7, 8, 9 genommen, ne? Genau, auf die 3 drehen. Das ist okay, wenn ich den auf 7, wenn ich das auf 7 runterlege, dass du noch 7 Leben hast? Ja, kannst du auch machen, wenn du willst. Wenn es viel einfacher ist. Schon mal kurz die Bracket an. Bevor der Konfetti-Regen kommt und die Sektkorken knallen, werden wir jetzt einmal den Kommissar hier richtig schick verlosen. Liebe Freunde, alle, die mitgemacht haben, vielen herzlichen Dank, dass ihr insgesamt mit dabei wart. Wir haben bei 96 gleichzeitige Zuschauer. Wir haben die 100 fast geschafft. Holt auch bitte mal eure Sekundärgeräte raus.
Nein. Wir können das ja vielleicht auch mal auf unseren eigenen Handys streamen. Boah, einfach mal sinnvoll Zahlen gewesen, pushen. Ne? Zahlen pushen. Ich sehe hier lauter Leute und keiner hat ein Handy in der Hand und guckt Stream. Genau, so unfassbar. Die gucken direkt auf die Platten, die Hunde. Ja. Wie dem auch sei, apropos Hunde, wir haben jemanden, den Kommissar Duty, der ist ja auf jeden Fall jemand, der wahrscheinlich mehrere Hunde hinter sich hat. So wie es die, da musst du nochmal drauf drücken, bis das rote Licht brennt, ne? Ja, den rollen wir jetzt aus. Dann rollen wir mal aus. El Kommissar, The Kommissar's Duty. Rolling in 3, 2, 1. Let's go! Yukon Dämon! Yukon Dämon. Yukon Dämon. Den krassen Kommissar. Congratulations. Du gewinnst den Kommissar, den es nicht zu kaufen gibt. Jedenfalls noch nicht. Außerhalb der USA auch überhaupt nicht irgendwie angepackt werden kann. Schick uns eine E-Mail an targetpriority40k@gmail.com und greif ihn ab. Ich sag mal so, ne? Also wenn man so ein Ding abgreift, da kann man auch mal vor Freude einen Kaffee spenden. Ja, und dann wäre immer noch günstig. Kann man mal aus sich rausgehen. 5 Grad sein lassen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn wir euch hier glücklich machen können. Genau, das ist sehr, sehr wir geil. Wir freuen uns über einen Chat, der uns immer wieder sagt, hey Leute, guckt doch mal bitte, das Bild ist weg. Das ist gut so. Zwingt uns am Ball zu bleiben, sag ich mal. Wir stehen jetzt teilweise echt direkt am Tisch, um direkt da zu sehen, was passiert und gucken nicht mehr unbedingt auf den Monitor. Deswegen ist das genau, super cool. Das ist eine, bei den zwei Tischen ist das ein bisschen schwerer zu koordinieren, weil wir auf relativ viele Dinge achten sollen, inklusive dann vielleicht auch mal das eine oder andere Stückchen regeln. Ja, genau. Aber es war auf jeden Fall bisher hier schon ein wundervolles Turnierchen. Eine wunderschöne Finalrunde heute am Sonntag. Ja. Klasse Spiele. Fantastische Spieler. Dieses Spiel hier auf dem Streaming-Table sehen wir als im Sack. Das sehen wir als im Sack. Was weiter auch im Sack ist, ist, glaube ich, das Spiel auf dem zweiten Tisch. Ja. Da wird, glaube ich, gerade ganz lustig ausgezählt. Und da werden wir dann auch alsbald dann einmal die Zahlen zusammenholen, was denn da jetzt geht. Da wird noch lustig gewürfelt. Flojo ist, glaube ich, komplett aus der Zeit. Ja. Hat eigentlich, glaube ich, jetzt nur noch gesagt, was er tun will. Ja, ja. Da wäre also ich eiskalt gewesen. Also mach doch. Ja, er hat Bell halt so fast getabelt, aber er kommt auf den Punkten überhaupt nicht hinterher. Genau. Bell hat einfach am Anfang sehr solide 12er Runden gemacht und hier das Priority Target da gescored. Also irgendwie sein Primary ist satt, sein Secondary Game ist auch enorm. Ja, genau. Na, er hat Nephilim hat er, oder hier also Battlefield Daten hat er nicht so gut gespielt. Macht er 8 oder was? Ich glaube nur 4. Oh, aber das ist nicht so doll. Aber nichtsdestotrotz, Flo hat halt Banner und hat da bisher 2 Punkte oder so. Also das gleicht sich damit wieder aus. Was mir ein bisschen, Angst macht, ist natürlich, fängt Flojo das Spiel an, dann kann Manuel halt da kann er einfach einpacken. Also die Liste von Flojo ist schon extrem brutal. Ja. Mind-numbingly broken. Auf jeden Fall völlig krank. Also auch mit diesem Volkheit kommt Temptor und so, alles steht da hinten, 1er Wound Rerolls, einfach ungeheuer zuverlässiger Output da. Ja, und wie gesagt, oben am Tisch spielt der Fritz seine Runde 4. Ja. Die als Wotan-Spieler kenne ich das Phänomen der sich niemals bewegenden Land Fortress zu gut. Und Fritz genießt diesen Moment auch ausgiebig. Kostet das voll aus. Nämlich das gesamte Spiel über. Sie haben sich in der ersten Runde einmal bewegt. Die schießen ausschließlich in Nahkämpfe. Das ist das Los der Land Fortress. Ja. Leider. Das ist halt dies so. Ist das harte Los der Land Fortress. Gut, das spielt natürlich aber auch Matthias enorm gut ab, das Ganze. So, wo wir gerade am Reden sind, hol doch mal den Daniel ans Mikro. Ich hol mal den Daniel. So, hier kann er mal hier so recappen. Setz dich doch mal hin. Der steht da gerade so. Hat er gerade mal eine ruhige Minute, die wollen wir ihm nicht gönnen. Daniel, wie sieht's aus? Wie zufrieden bist du mit dem Firebug Open 2023? Ich bin happy. Das freut mich. Okay, cool, danke. Genau, genug Feedback. Nein.
ein rundum rundes Event. Alle haben an einem Strang gezogen. Nur glückliche Gesichter. Shoutout an Team Firebug für irgendwie Support links, rechts, oben, unten. Wir müssen hier gar nichts machen. Wir werden quasi mit Tropf versorgt, mit den Getränken unserer Wahl. Intravenös. Das ist einfach wundervoll. Das Hotelpersonal wundervoll. Leute, wenn ihr die Chance habt, nächstes Jahr ergattert euch eins, der dann 400 Tickets. Hier ist offensichtlich was. You heard it here first. Big News. Nein, ist auf jeden Fall eine Reise wert, egal von wo. Das Firebug hier ist ein Erlebnis, kann ich nur bestätigen. Ja, danke also für die Orga. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir konnten wieder dieses Family-Feeling rüberbringen, dass wir hier gemeinsam als Community versuchen zu zelebrieren, auch mit den Mädels von uns, die mit am Start waren. Ich hoffe, dass das dann im nächsten Jahr auch noch ein paar mehr werden. Ich freue mich immer, die Jungs hier und die Spieler, die Anhänge der Spieler, die Lebensabschnittsgefährtin, die Plus Einsen und wie Maßmann alles so schön sagt, hier bei uns zu haben. Vielen lieben Dank an Alex und ihre Crew vom Hotel Radisson. Auf jeden. Das ist brutal, was die hier stemmen in 2,5 Tagen. Die lesen uns quasi jeden Wunsch von den Lippen ab. Spannende Spiele noch und nöcher, auch wenn es die Gesichter sind, die man auch oben geschätzt hätte, aber das freut einen dann umso mehr, dass man auch hier qualitativ hochwertiges 40k am Start hat und ich kann nur sagen, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ja, jetzt schon. Du bist froh, wenn es vorbei ist, aber du freust dich auf nächstes Jahr. Ja, der Termin steht auch schon für nächstes Jahr. Willst du rausposaunen oder erst nachher? Ich denke, das machen wir nachher. Alles und klar. Dann hauen wir im Nachhergang noch ein paar schöne Posts raus. Ja. Liebe Grüße an Caro. Ich habe gesehen, die hat gerade im Chat geschrieben, schade, dass du nicht hier bist. Hätte mich gefreut, wenn du auch mit am Start gewesen wärst. Aber nächstes Jahr ist auch wieder eins und hoffe ich, bist du auch mit dabei. Ja. Super. Vielen Dank an euch. Sowieso. Es war mir eine Freude, euch hier zu haben. Es war mir eine Ehre, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier dieses Coverage live. Ein bisschen Spaß macht das ja auch. Auf YouTube. Da unten gibt es nicht nur Shake Hands, da gibt es Big Manly Hugs. Wie ist da das Endergebnis? Ich glaube, Flojo hat gewonnen. Nee, das glaube ich nicht. Nicht? Jetzt bringt doch mal das Ergebnis hierher. Ja, Spannung steigt, Spannung steigt. Oh, 86-77 für Herrn Mr. Bell. Den Vorsprung nach Hause gefahren. Herzlichen Glückwunsch, Bell. Ja, Gratulation. Das könnte der Sieg sein. Das werden wir sehen, wie Matthias jetzt hier seine Punkte rausholt. Es geht um die Battle Points jetzt. Bell hat sein Golden Ticket schon sicher. Das heißt, darum geht es für ihn nicht. Aber der Turniersieg ist ja auch was wert. Ich verschwinde wieder. Ich mache Platz. Genießt euren Sonntagabend, Jungs und Mädels da draußen. Wir hören und sehen uns. Ja, ihr macht mal euer Ding hier. So, wir haben hier den Sieger zwischen Flo und Manu. Und Bell natürlich. Und Flo und Manu. Und der zweite kommt auch dazu. Flo, setz dich ruhig. Ich kann stehen. Ihr habt gerade die ganze Zeit gestanden. Oh, okay. Meine Güte, das war ein enorm krasses Spiel. Du durftest anfangen, ja. Manu, und du hast angefangen und hast Druck gemacht, hast das Board geflutet und quasi schon Secondaries und Primaries irgendwie versucht so einzusacken, wie es ging, beziehungsweise vorzubereiten. Und dann kam die erste Runde von Flo. Ja, und dann war die Hälfte der Armee weg quasi. Aber, ja. Ich habe ihn zum Glück so krass reingedrückt und ich habe auch immer weiter, dann habe ich nicht gekämpft, gedrückt, gedrückt, gedrückt. Ich habe nicht versucht, Schaden zu machen. Ich habe versucht, die Sentinel zu sagen, hey, du darfst in 12 Zoll nicht deep striken. Alles, was geht, gedrückt. Ja. Ich glaube, ich habe am Ende auch nur noch 5 Engineers gehabt und 5 Kazerkins oder so. Ja. Aber es hat halt gereicht. Ich du hast auch die Kazerkins auch nichts mit Mobos oder irgendwas gemacht, nein, oder? Nein, gar nicht. Die sind einmal irgendwie gedeepstrikt und haben so ein paar Typen, haben dann nicht mal geschossen. Die haben so einen Typen mit einem Lebenspunkt im Nahkampf dann noch erschlagen. Und sind dann hinten in der Ecke geblieben und haben dann nochmal Data gemacht. Also es war echt, wow. Ja, es war ein unfassbares Spiel. Also von euch beiden. Flojo hat irre gekämpft, hat einen unglaublichen Schaden in der Liste. Leck mich. Also richtig, das war, richtig sich noch durchgebissen. Also heilige Scheiße. Hätte ich nicht noch in so ein paar Phasen die Chimäre reingejagt, dass die Dinger nicht schießen oder Leontos geopfert oder all sowas, dann hätte er einfach schon in der dritten Runde mich überrennen können. Ist meine.
Ja, genau. Also das war Flo. Also wir haben es immer mal wieder auf den Stream hier gezeigt, weil wir hatten, also unsere Kinnlade war auch auf dem Tisch. Du hast dich wahnsinnig zurückgekämpft. Es ist unglaublich spannend gemacht. Und ich meine, wir haben vorher darüber geredet, wie dieses Spiel laufen würde eigentlich. Mhm. Und dann kam der Faktor, nicht unbedingt Würfel, sondern alles mal weg von der grauen Theorie. Dann ging es in die Praxis und die hat sich da ein bisschen anders dargestellt. Ja. Also es war für mich erschreckend. Ich glaube, fast alles, was du wolltest anzerstören, hast du zerstört. Es blieb nichts übrig. Der Sentinel perfekt mit einem Lebenspunkt bleibt stehen. Du kannst dich wieder reinhangeln. Nur zweimal. Zweimal blieb der Sentinel mit einem Lebenspunkt stehen, dass du mit dem Charge dich wieder in Ruinen reinhangeln konntest. Also es war halt echt, wo ich dachte so, wow, fuck. Und dann so Manöver wie, jetzt brauche ich den Sly, um die Typen da zu töten oder sonst was. Reicht nicht, Reroll, reicht nicht. Also halt so, wow, also ich habe einmal am Tisch und habe Manu angeguckt, der hat richtig dicke Backen gemacht. Und wenn er das schon macht, dann ist das ja richtig heiß. Und dann so ein knappes Spiel dann rauszuholen, Angst und Bange dahingehend, natürlich, wenn du anfängst, dann... glaube ich, dann brauchst du nicht... Dann macht er mich einfach nieder. Dann kann man die Zelte direkt abbrechen, denke ich. Ne? Das war es auch. Und aber trotzdem, dass wir so eine dermaßen frontgeladene Astra Militarum Armee haben, das zu fressen und dann so zurückzukommen, zeigt natürlich auf der einen Seite das Potenzial deiner unglaublich harten Liste, die aber auch extrem Flojo ist. Das muss man halt wirklich sagen. Da ist ja schon wieder irgendwie 70% der Space Marine Data Slates drin. Und das hast du wieder enorm gut gespielt. Dankeschön. Ja, schade, dass es dann quasi jetzt für dich da zu Ende war. 5-1 ist trotzdem ein fantastisches Ergebnis. Und ich denke, darauf kann man aufbauen. Jawohl. Dann bis nächste Mal, Jungs. Ich danke euch. Gratulation zum Sieg. Ja, ich sag mal, Flojo, hast du super gemacht. Also, ja, geiles Spiel. Auf jeden Fall. Hast du richtig gut gemacht. Mal schauen, was am Ende dann hinten rauskommt jetzt an den Platzierungen. Hm. Grisha hat sein Spiel gewonnen. Dürfte damit auf den dritten Platz vorrücken. Und dann... bist du entweder der Sieger, Manuel, oder wer auch immer, oder was auch immer er da oben wieder treibt. Und das wissen wir noch nicht. Moin, Frieden. Ja, so ist das. Wir geben zurück an den Haupttisch. Da geht übrigens die erste Festung endlich mal. Die klassisches Wotan-Spiel, sich nie bewegt. Ich habe nochmal Grind gemacht, dann bin ich bei Grind, aber nur für 9. Genau. Scott the Enemy habe ich für 4 gemacht. Letzte Runde mal nochmal für 4, dann genau. Bin ich bei 4, 8, 12. 8, 12, 14. Mhm. Ritual bin ich bei 12, bin ich da gemacht. Ja, genau, bis voll. Primary Max, dann habe ich insgesamt 6, 7, 8, 9, 10 Punkte liegen lassen. Das heißt, ich habe 90 Punkte. Genau. Du hast 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkte Primary. Mhm. Und du hast für Lay Claim 0, für Assassination 3 und für das Ancestor hast du 6. Das heißt, du insgesamt 19, 29 zu 90. Genau, ich krieg noch Minuspunkte, wenn jemand noch Dings hat für jede Juli. Okay. Also 1, 2, bitte? Bei Lake Claim jetzt? Nee, für diese Ancestors. Weil wenn die noch leben, ja. Das heißt, 1 Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte, Barot 4 Punkte, 5 Punkte, 6. Und die haben sogar noch einen gekillt. Ich glaube, die müssen auch einen Marke kriegen, dann, oder? Dann weiß ich gar nicht. Auf 23 Punkte. Ja. Dann hast du 3 Punkte Assassination und 10 Punkte Primary. Genau. Ja. Danke fürs Spiel. Ja. Gut gemacht. Gut gespielt, trotzdem. Das geht nicht, Mann. Du wirst ihn einfach erfahren, Mann. Aber ist okay. Ganz. Ich hab gesagt, bitte ohne keine Training Eldar. Stehst du hier am Top-Table, ja? Das, aber ist, das ist mehr wert. Erstes Spiel gegen Eldari jetzt. Aber okay. War lustig. War schön. Die furchtbaren Eldari. Gut gemacht. Hätte mir ein anderes Match gegeben. Ja, ey, ich konnte da nichts für. Das ist random ausgewürfelt. Ja, ist okay. Ist done? Das geht nicht, ja. Ja. Gut gemacht. Dias, ja. Weiß ich, wie ich das Spiel, wie ich dieses Spiel spielen kann. Fühl mich irgendwie so unterlegen. Ja. Wir wissen ja noch nicht, wie das ganze Ende irgendwo ist. Wir drehen euch mal runter, drehen uns mal rauf. Kommt mal her hier. Gerne einer hier hin, gerne einer da hin, wie ihr euch aufteilen wollt. Willst du in die Mitte, oder? Ja, ich halte einmal meinen Kopf hier hin. Setz dich gut, alles gut. Soll ich das Ding abmachen, oder? Das habe ich gerade ausgemacht, alles gut. Okay. Ja, wir haben Fritz hier und wir haben Matthias hier. Die habt ihr gerade auf dem wunderschönen Streaming-Tisch gesehen. Und das Endergebnis ist relativ deutlich, 90-23 ja. Für Matthias.
ein bisschen überraschend, dass es so hoch ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind es halt die Secondaries von Wotan, die halt einem irgendwie den Spaß hinten rauskillen, oder Fritz? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch beim Turnier, ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit, okay, ich hoffe, solange ich nicht gegen Elder dran komme, ist alles gut. Ja. Aber gegen Elder weiß ich auch nicht, wie ich es irgendwie sonst spielen soll. Keine Ahnung, so war jetzt auch mein erstes Spiel gegen Elder. Ich weiß nicht, dass die schnell sind. Das Gefühl ähnlich über Hardys, alle Armenier so schnell sind. Ich meine, wenn er angefangen hätte, dann wäre es einfach noch schneller vorbei gewesen. Ja, ja, das ja. Auf jeden Fall. Und ja. So habe ich halt noch ein bisschen mitgekämpft und da was Einheiten gekillt. Ja, war okay. Ich fand den Druck, den du am Anfang gemacht hast auf der Karandras-Flanke, da hat eigentlich relativ viel geklappt. Ein paar Sachen rausgenommen, das war eigentlich ziemlich super. Jetzt hat uns Benny das Bild genommen, aus unerfindlichen Gründen, aber das. Ach so, weil er auf die Kamera will. Gut, das soll er selber machen. Wir reden einfach weiter. Da ist das, ja, da sind wir. Danke. Hallo. Genau, da ging das eigentlich ganz gut los. Dann kam ein kleiner Hiccup dazu, dass du Karandras gecharged hast und das mit den Fake Dice nicht ganz auf der Nase. Ich dachte immer, er hatte nur einen Fake Dice pro Runde. Dann habe ich gesagt, okay, für einen drehen, wenn ich starte, aber für da. Ja, sind leider keine Miracle Dice. Ja, haben wir einfach gedreht, also er nimmt immer die Fake Dice für was anderes. Ja. Und genau, weil wir. War ich super fair, wie immer auch keine Gotcha-Momente auf beiden Seiten. Also super fair Play auf jeden Fall. Ja. Ich finde dieses Match, also ist für Wotan deswegen schwierig. Ich habe immer das, für mich sieht das aus, als hätte Elder 300 Punkte mehr auf dem Feld, weil du kannst halt immer noch was reinschieben, weil dann deine Tauscheinheiten einfach günstiger sind. Ne? Genau. Mhm. Und der ganz große Klassiker, die Fortress bewegen sich einmal und dann stehen sie für die Ewigkeit rum, weil immer wieder irgendwas nachgeschaufelt wird von dir. Ja. Und da blockt und das ist ja genau dein Ding. Ne? Du weißt in den meisten Fällen, okay, die Einheit, die ich reinschiebe, die werde ich abschenken. Genau. Aber die ist halt günstig genug, um das ganze Spiel machen zu können und so das Geballer blocken zu können. Wahrscheinlich muss man die defensiv spielen, wenn wir eine ganz hinten haben und die Winkel bedrohen, aber. Das Problem ist grundsätzlich bei Wotan zwingt er durch die Secondaries immer den gleichen Gameplan auf. Du musst nach vorne, du musst den Gegner kaputt machen. Genau. Das ist die einzige Option, die du hast. Und dadurch, wenn ich hinten bleibe, kriege ich aber keine Secondaries und dann gewinnt es sowieso. Also muss ich aber irgendwie nach vorne schauen, vielleicht schaffe ich es, sich auszuleben. Ja, genau. Deswegen habe ich es ja mit beiden Lake Claymarkern auf die Flanke gezogen, wo mein Priority-Marker war. Du kommst da rein, ich kann von meinen Deployments noch ein bisschen mal reinpushen. Ja. Das war ziemlich deutlich zu sehen, auf jeden Fall. Nichtsdestoweniger war es trotzdem kein leichter Kämpfer-Sieg. Du hast dich auch ordentlich anstrengen müssen. Fritz hat sich gewehrt, der Hund. Ja. Einfach so gibt er das halt nicht auf. Dir auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Wir wissen noch nicht, wer das Turnier gewonnen hat, aber es sind entweder Mann. Irgendein Bell auf jeden Fall. Fritz, von dir trotzdem Tip-Top-Leistung mit Wotan 5-1 gehen. Das ist auch nicht gerade alltäglich. Von daher vielen herzlichen Dank auch für das schöne Spiel. Ihr habt toll miteinander harmoniert. Das war ein wunderbarer Abschluss für uns. Nebenher haben wir auf den anderen Tisch geschaltet, wo völliger Wahnsinn ablief. Barnul hat es angefangen und dann dachte schon jeder, okay, das Ding ist vorbei. Ja. Und dann. Genau, wie viele Sentinels hat Flojo in Runde 1 getötet? Boah, sind mit den Desolators rausgekommen für Direktfeier? Ich sag so 10 bis 12. Ja. Ja, genau. Ja. Okay. Das ist halt insane, dass wir noch die Rockets haben. Ja, das ist sehr, sehr viel Insane ist auf jeden Fall gewesen. Genau, das war das. Und wir, würde ich jetzt sagen, genau, Benny läuft noch ein bisschen durchs Feld anscheinend. Du kannst ja auch mal einfach ein Mikro mitnehmen und da reinquatschen. Nö, okay, dann nicht. ihr Jungs seid entlassen. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Ja. Ruht euch ein bisschen aus. Sehr geil, dass ihr extra hergekommen seid zum Stream. Ja, mega cool, ja. Sehr gerne, sehr gerne. Hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Fans sind auch guter Laune gewesen. In der Spitze waren wir kurz vor den 100. Von daher, da lässt sich drauf aufbauen, würde ich sagen. Noch liebe Grüße und danke fürs Einschalten. Ja, vielen Dank für eure coole Orga wieder. Ja. Ist aber immer top, eure. Die auf jeden Fall dahin. Das Ding hier gehört dem Daniel fast alleine. Dann mit dem Team Firebug natürlich. Wir lassen jetzt noch ein bisschen Umgebungssound hier mal eben durch und dann sind wir auf. Auch deine Idee, dass so ein cooles Turnier wieder hat. So, wir kommen zur Siegerehrung nochmal wieder. Ist das so? Ja, können wir die Kamera eigentlich nochmal anmachen oder auch eben nicht. Das kannst du dir ja aussuchen, wie du möchtest. Eigentlich müssen wir auch abbauen, das ist auch schon wieder so eine Sache. Jamir wollte irgendwann auf die Autobahn. Genau, vielleicht, ich mache das einfach vielleicht per Handy, dann geht das ja auch. Ja, das ist eine gute Idee. Und genau, vielen Dank, liebe Leute, dass ihr zugeschaut habt. Es war ganz, ganz großartig mit euch. Hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Von dem Turnier Firebug Open 2023. Vielen Dank an die Sponsoren. Ja. Vielen Dank an all die Kaffees, die gespendet worden sind. Habt noch einen ganz wunderbaren Sonntag. Und wir hören uns alsbald wieder. So nämlich. Tschüss. Danke fürs dabei sein. Boing.